So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße euch alle zur 31C3 Late Night hier im Sendezentrum. Ja. Und mein Name ist Tim Pritlove und ich bin der Host, wie man so schön sagt. Das ist das Wort für die wichtigste Person in einer Sendung. Aber ich dachte mir, es könnte ein bisschen einsam werden, wenn ich hier die ganze Zeit Monologe halte. Und wie das sich für eine anständige Late Night gehört, gibt es natürlich auch noch einen Stargast. Und wen nehmen wir? Wie wär's mit Holger Klein? Guten Abend, Herr Klein. Setzen Sie sich doch. Setzen Sie sich doch hierhin. Ja. Ich Genau. finde das irgendwie komisch, dass ihr das da dran geknotet habt. Ja, das ist, damit, wenn du dann später Alter, vom Stuhl ich fällst. bin ja nur besoffen, aber wann hast du das letzte Mal geschlafen? Du bist schon. Keine Ahnung. Das ist schon eine Weile her. Ich habe Hörnchen geschenkt gekriegt. Hörnchen? Ja, kann man aber nicht essen. Habe ich gedacht, ey, geil, Hörnchen. Oh. Nee, Hörnchen sind ja auch zum Aufsetzen. Jo. Ach so, richtig so. So für ans Fahrrad. Ach so, ans Fahrrad. Womit wir beim Thema wären. Ja, wobei, so mit einer Glatze würde sich das auch ganz gut machen. So Hörnchen? Ja, es gibt ja auch so Leute, die molden dann so richtig so ihre Knochen da so Ja, das rein. Sind aber die Creeps, die da unten in dem Aufzug stehen und dann Flöte spielen. Was ist denn das überhaupt? Das ist so eine scheinige Installation. Ich habe keine Ahnung, das ist total gruselig. Man hat schon das Gefühl, wenn man hier so einen Fahrstuhl aufmacht, dass dann irgendwie so, genau. Weil man so ein kleines Kind auf dem Dreirad sitzt und einen so anguckt. So. Nee, wie dieses in diesem brasilianischen Video, die mit der Puppe. Ja. Oh. Ja. Also wenn hier so die Shining-Zwillingsmädchen irgendwo rumstehen und so weiter, dann ist auch Zeit, hier mal alles zusammenzufalten. Was ist das in der Flasche da? Ah, einmal darfst du raten. Das ist Getränk. Ja. Was ist denn das? Na komm. Das kennst du noch. Ich hab noch Eis. Oh, auf Eis. Geil. Oh, ich will auch Eis. Ey, ich habe diese Farbe. Da hat das echt immer so eine Farbe. Naja, klar, ich meine, es ist ja Lakritzebonbons. Das ist Salmiakki? Genau. Das sieht aber, ist aber eine echt fiese. Das ist Salmiakki heißt. Salmiakki. Ja, hat mir Juri erklärt. Juri hat das nämlich gemacht. Juri, wo bist du? Juri. Keiner da. Ah, doch, irgendwo ist er. Auf jeden Fall, Juri macht das selber. Der nimmt sich irgendwie mal feinen Wodka und dann. Ich finde Lakritze eigentlich total ekelhaft. Macht er das, glaube ich. Was hat er gesagt? Im Ofen? Nee, in der Mikrowelle? Nee, was war denn das? Habe ich vergessen. Auf jeden Fall. Ach nee, genau, im Geschirrspüler. Echt? Der macht seinen Jacke im Geschirrspüler. Ja, Wodka? Offensichtlich. Ja, er weiß auch, wie es geht, aber wenn er halt so übermüdet ist wie ich, dann macht er vielleicht noch ein paar Tabs rein. Aber was die Finnen letztens auf dem Camp hatten, das war irgendwie ein bisschen. Was? Das war so eher so gaumenfreundlich. Also ja, du hast seit einer Woche nicht geschlafen, du merkst eh nichts mehr. Oh, geil. Der kann das trinken, ohne das Gesicht zu verziehen. Hier steht auch Bad drauf, also es ist insofern, beziehungsweise Bad. Also wahrscheinlich muss man auch drin baden. So ein Salmiakki-Bad, das Schlimmste, was ich zu mir im Mund hatte, das Schlimmste, was ich dieses Jahr überhaupt nur im Mund hatte, na? Das war vor ungefähr anderthalb Stunden, habe ich Plomlompom getroffen, der hatte Chips dabei. Achso, ich dachte, der hat Plomlompom. Im Mund gehabt. Die Bilder. Das kann ja auch nicht schlimmer gewesen sein als die Chips, die der dabei gehabt hat. Ich weiß überhaupt nicht, bist du Plom? Nee. Das waren die ekelhaftesten Chips, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Ich weiß nicht, was das war. Das ist ein Trend. Wir haben extra Leute, die vorbeigelaufen sind. So, dürfen einfach gar nicht mehr schmecken wie Chips. Wir haben Leuten, die vorbeigelaufen sind, das angeboten, die fanden das alle auch. Also niemand hat gesagt, oh geil, Chips. Was war das so mit Geschirrspüler-Tab-Geschmack oder was? Nee, so das war irgendwie Limette. Ne. Limette? Henne, ne. Limette, Henne, ne. Limette, Plomlompom. Keine Ahnung. Das war jetzt ekelhaft. Hocklihor. Ich muss ja immer mein Stromium nochmal dran machen hier. Zeigst du mir jetzt wieder lustige. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das Internet gibt ja derzeit nicht so viel her. Ich habe gerade versucht, da noch auf ein altes Reservoir zurückzugreifen. Was? NSFB! Ha 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 ha!
Da. Wenigstens sind es keine Eintracht-Ultras. Die halte ich nicht aus. Was ist an denen so schlimm? Eintracht-Ultras sind, die lassen sich am besten betrollen. Eigentlich ist an denen überhaupt nichts schlimm. Aber wenn du irgendwie Ultras betrollen willst, ist das Beste Eintracht Frankfurt. Ach. Die sind irgendwie super spaßbefreit. Das ist echt geil. Ja, das könnte mir nicht passieren. Also es gibt so eine, ich hab eine Zeit lang habe ich immer im Radio, habe ich immer so Eintracht betrollt. Wie, erste Liga? Und dann rief halt immer einer an, ich weiß nicht, wie der hieß, aber so, hier, stimmt, das vergessen auf. Immer alle, dass sie in der ersten Liga. Und dann rief halt einer und meinte, hey, pass auf, du sollst mal ein bisschen aufpassen, was du so sagst hier, ne? Ich bin echt stark und ich komme nicht da mal rüber und so. Hab ich gesagt, ja, komm her. Kam aber nicht. Also, Eintracht Ultras, so klappt. Da lobe ich mir die NSFW Ultras. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall super Einsatz, Jungs. fällt dir irgendwas zu 37 ein? 37. Hier dieses schreibende Rudel da hinten, 3, diese Nota. 37. Die Leute, die immer Texte ins Internet schreiben, die 37. haben das hier hingehängt. Aber warum 37? Ich habe keine Ahnung. Aber Leute, die immer Texte ins Internet schreiben. Ja. Blogger. Nein. Twitter. Unsere Texte ins Internet schreiben. Noch schlimmer. Stalker. Schreiber nennt man das. Schreiber, notiere dies. Ich kenne diesen Rucksack im Übrigen. aber warum 37? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich lüftet sich das Rätsel in dem Moment, wo ich diesen Sack lüfte. Lüfte doch mal den Sack lüften. Ist ja auch ab und zu mal ganz angemessen so, ne? Genau. Ja. Ich mache das Ganze ein bisschen schlüpfrig, wie es so meine Art ist. Ja. Oh. Ja. Was ist denn das, was da blinkt? Ich würde sagen, es sieht aus wie ein WLAN-Kabel. Ja, das ist das, worüber Spiegel Online heute geschrieben hat. Wie, über WLAN-Kabel haben die geschrieben? Nee, über Dildos zum Ausdrucken. Das ist das, was Spiegel Online von diesem Kongress mitnimmt. Ach so, ja, genau. Und? Oh Mann. Ja, also. Ja. Das ist mit dem, also das ich will mir jetzt auch die Worte. Aber ja. Also, ja, das meine, ist ein das Ficklicht ist, am Schwenkgelenk. Das ist definitiv mal jetzt das. Ja, also. Ich hatte das damals anders gemeint. Ja. Das war sowieso alles anders gemeint. Aber wie hast du das denn gemeint? Wo soll ich denn das jetzt hinschmeißen? Ich weiß auch nicht. Ja, ist ficklich. Weiß nicht, zeig's doch auf irgendjemanden. Auf irgendwen, der. Wer sieht denn hier irgendwie am verkrampftesten aus? Darf ich das mal anfassen? Ich weiß nicht. Der ist selbst gedruckt. Trink vorher noch einen Schluck. Ja. Das ist ein selbst gedruckter Löres. Löres. Wessen. Was? Ich meine, da muss man. Nein, so wollen wir jetzt hier nicht in die Details gehen. Ich denke mal, die sind einfach gerendert. Gerendert? Ja. So random. Ja, rendering. Man generiert das, so wie man früher ist Fraktale gemacht hat. Fraktale. Beschnitten? Na, ich würde sagen, er hat noch eine Gussnaht. Das ist nochmal eine ganz neue Spielart. Nee, das gehört so. Ja. Das haben die. Du kennst dich da sicherlich besser aus als ich. Ich kenne mich da aus. Ja, ich trinke noch ein bisschen Salmiakki. Das ist echt geil. Also wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist ein bisschen wie Felgenreiniger. Ich trinke jetzt Mate. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Ich bin jetzt auf Mate. Wie ist das, was Neues? Und wenn du auf Mate bist, ne? Wie jetzt auf Mate, so pur Mate, so wie so ein dann, Südamerikaner mit schön aus dem Dann hast Kürbis. Du halt auch nur Freunde, die auf Mate sind, ne? Ja. Nee, ich kam Samstag an. Ja. Habt ihr manchmal Déjà-vus? Ich kam Samstag an, ich hab dir das noch nicht erzählt, denen schon. Ja, das ist gut. Ich habe auch extra vorher nicht deine Sendung gehört, weil ich dachte, du hörst sowieso schon. Ich hab nicht genug, genau, das ist das Problem. Aber du hast wahrscheinlich schon vergessen, das ist schon länger als 2 Stunden her, oder? Und ich habe ein paar Drinks gehabt zwischenzeitlich. Oh. Ich habe Flora Power. Power? Ja, Flora Power. Flora Power für mich entdeckt. Ja. Das ist eine Mate, die kann man trinken, also die schmeckt mir. Flora Power, weil, wo also, ist okay, würde ich weil sagen. Clubmate kann ich ja nicht. Na, Clubmate ist halt mehr so ein Preller.
Also was ich halt sehr mag ist, also es gibt so Mate-Momente, also so Momente, wo die Mate einfach mal genau auf den Punkt ist. So, und wenn es irgendwie, du bist total durstig, es ist irgendwie angemessen heiß und dann kommt so eine kalte Mate, dann sprengt die sich halt auch so richtig in deinen Rachen rein. Also ja, Flora Power und so diese ganzen abgestimmten Dinger und so weiter, die gießen sich dann und blumige Geschmacksentfaltung und so. Nee, da ist die Clubmate einfach mal straight, die macht einfach uff, rin, pff. Was du eigentlich sagen willst, ist, Clubmate kannst du nur saufen, wenn du maximal verzweifelt bist. Nee, also ich meine, Clubmate ist zum Beispiel sehr gut für Chunk. Ich habe eben Chunk mit Flora bestellt. Ja, aber das finde ich ist ein Fehler. Eine attraktive Blondine hat die Hälfte weggesoffen. Das scheint ja so. Siehst du mal, das kommt nämlich dann davon. Das war Absicht. Naja. Pff. Flora Power macht sich einfach besser so als Long Drink. Also wenn du einfach nur Rum reinmachst in die Mateflasche. In die Flora Power Mateflasche. Die Liebste hat mir eben Clubmate mit Wodka drin gegeben. Ich fand das so eklig, ich habe es zurückgegeben. Ja, da gibt es dann so diese zwei Fraktionen. Es gibt die Rum-Fraktion und die Wodka-Fraktion. Mhm. Und die Wodka-Fraktion sagt immer so, ja, ah, nee, Rum ist ja nichts für mich und so. Ich mache das nur mit Wodka. Halbe Stunde später sind sie dann irgendwie schon so, oh, ja, ein bisschen zu viel von allem. Das ist wie die Marlboro-Raucher, denen du irgendwann auch eine Ernte 23 geben kannst, weil es nichts anderes mehr gibt. Ja, genau. Also das ist irgendwie so definitiv. Also Flora Power ist mehr so für Longdrinks und die Mate, die knallt halt raus. Wusstest du, dass die Häkelschwein-Oma gestorben ist? Die Häkel-Oma ist tot, ja. Ja. Habe ich in meiner letzten Sendung erfahren. Ich habe das aus dem Internet. Ja. Hm. Na, die ist ja auch aus dem Internet. Ja, wie hieß sie mit Vornamen? Ich weiß nicht. Anna? Häkel? Nee, Budde hieß sie mit Nachnamen. Ja. Und war die Häkel-Oma. Hast du ihr damals eine Postkarte geschickt? Weil es gab diese Postkartenaktion. Immer wenn die Häkel-Oma Geburtstag hatte, hat Herr Häkelschwein aufgerufen, ihr Postkarten zu schicken von da, wo man wohnt. Oh wei. Damit sie irgendwie mitkriegt, wie viele Leute und wo überall das Häkelschwein verbreitet ist. Und da sind, ich weiß nicht wie viele, aber das war irgendwie nett. Habe ich verpasst. Ich habe es auch nur einmal geschafft, eine Postkarte zu schicken. Dafür habe ich Häkelschwein in den Weltraum mitgenommen. Das war auch schon. Das ist cool. Ja. Ja. Flog ganz gut eigentlich so. Aber ist ja, ist ja auch hohl. Weltraum. Ist ja auch nichts drin. Ja, das ist der Auftrieb. Das stimmt, stimmt, stimmt. Aber das ist bemerkenswert. Also, was alles im Weltall alles so. Bemerkenswert ist übrigens das Wort für ein Trinkspiel. Also, jemand hat ein Trinkspiel erfunden, das ja daraus besteht, dass immer, wenn ich bemerkenswert sage, was ich offensichtlich reichlich häufig sage, wer muss dann trinken? Da wird dann ein Schnaps getrunken. Ich oder das was? Das habe ich jetzt nicht. Wenn du bemerkenswert sagst, muss ich trinken. Nee, eher, glaube ich. Und also, er sitzt halt. Du? Eigentlich immer. Wenn ich sage. Ich immer. Okay, fang an. Ja. Das Problem ist, ich habe kein Eis mehr. Und aber egal, gib mal den Salmiakki. Naja, ich dachte mir schon, dass du mir den wegsäufst jetzt. Aber wir sind ja auch hier wieder beschenkt worden. Was ist denn das? Guck mal, hier bin ich zum Beispiel mit irgendeinem anderen Vogel. Da siehst du noch dünner aus, Holgi. Ja, ja, das war früher. Ja. Zeig mal. Ich muss ja auch mal dieses Bild da aktualisieren. Man erkennt dich ja gar nicht mehr wieder. Was ist denn das? Oh, geil. Black Coffee Stout. Ich weiß nicht genau, was es ist. Das ist Black Coffee Stout. Sehr schön. Da habe ich, ja. Was heißt das? Das ist ein Stout. Das ist eine bestimmte Brauart, also ein bestimmtes Bier. Ja. Ja. Und irgendwie ist da Kaffeearoma drin. Ich glaube, sie haben irgendwie. Ich Aromen weiß nicht, ob sie. Von Aprikose, reife Früchte, Honig im Abgang. Okay. Also normalerweise machst du. Oh, jetzt habe ich mir ins Auge gepackt. Und einer kräftigen Kaffee. Genau. Normalerweise machst du Bier aus. Ich dachte, du hast diese Brille allein im Wesentlichen als Schutz, dass du dir nicht ins Auge packst. Nee, das ist, damit ich in Neukölln nicht auf die Fresse kriege. Wieso? Wieso? Weil die da alle so rumlaufen und ich Angst habe. Ach so. Mein Auge tränt. Ach so, du bist sozusagen als Hipster maskiert oder was? Mm-hmm. Ah. Ich hatte das neulich auch gedacht, dass ich mir mal einen Bart wachsen lasse, aber das dauert ewig, bis da überhaupt was rauskommt. Nee, normalerweise machst du Bier aus Malz und Hopfen. Ja. Und hier ist ein bisschen Kaffee beigesetzt. Beigesetzt. Sie haben Kaffee beigesetzt. Hat mal jemand ein Feuerzeug? Eins reicht. Kann mir mal jemand ein Feuerzeug oder einen Flaschenöffner? Eins von beiden. Hopfen East Kent Goldings. Malze IPA. Kugafa Special W. Kaffee Äthiopien Sidamo. Yep. So. Aber da kann ja darüber jemand malen. Das ist mir, hier, ne? Darauf das bin ist ich ja schon hingewiesen Filzi worden, dass es guck mal, das gibt. Ist noch keine Massenproduktion. Das ist mit Filzi handgemalt, handgeklöppelt sozusagen. Mit dem Mund.
Mit Mund. Ja, aber wer sind Mund, die Leute? Mund im Filzi. Wer sind diese Menschen? Mund im Filzi, Hände hinten am Rücken zusammengebunden und dann. Genau, und dann, da gab es auch so Partyspiele auf Hochzeiten immer. Oh Gott. Wann warst du das letzte Mal auf einer Hochzeit? Ja, ja. Wann warst du mal auf das letzte Mal auf einer Hochzeit, die dich total begeistert hat? Das war die Hochzeit von Carsten und Christian. Die war super. Ja? Ja, ich überlege gerade, wann das war, vor drei Jahren. Warum? Drei Jahren? Nee, die war halt einfach super organisiert. Also die hatten einen Freund von den beiden, also einen Freund vom Brautpaar organisiert und irgendwie sehr viel so Partyspiele und ja, aber das halt in geil. Oh, man kann das auch in geil. Doch, das gibt's auch in geil. Doch. Was denn? Ja, inklusive so durch den Burggraben paddeln und so Scheiß. Also es war schon echt cool. Also ich verstehe nicht, warum die Leute, die sich da jetzt durch diese Heirat schon zum Affen machen, dann auch noch alle anderen, die da extra angetrabt kommen, viel Geld für die Reise bezahlen und die Geschenke dann auch noch zum Affen machen. Als mein Freund Steffen geheiratet hat, saßen wir irgendwie an so einem, das hieß Sea Lodge, also irgendwo in Brandenburgischen, glaube ich, war das irgendwie so ein See mit so einem tollen Haus und teuer. Genau, teuer. Und auf der Einladung stand, bitte keine Partyspiele. Und sein Bruder sagte dann irgendwann, auf der Einladung stand ja, bitte keine Partyspiele. Da habe ich mir gedacht, Partyspiele. Und fing halt an, irgendwie lauter so Scheiße auszupacken, mit denen man Partyspiele machen kann. Was, so Bleigießen und so. Sowas in der Art. Ja. Inklusive dieser komischen Lampions, die, weißt du, so Papierballons, wo du unten so eine Kerze reinstellst und die dann hochfliegen. Weil so ja, Luft die, und so. Womit man so, mal so ein Ding so da, so ein Ding da, genau das haben wir gemacht. Und so. Genau, das ist passiert allerdings mit einem Schirm, mit so einem riesigen Sonnenschirm. Ne? Oh. Dieses Ding von Feuer gefangen. Die sehen wirklich geil aus, aber die sind echt sehr gefährlich. Grauenhaft. Zum Wohl. Stout? Stout. Stoutchen? Stout ist so wie Guinness, kennst du vielleicht, dieses dunkle, also dieses sehr schwarze Bier. Habe ich schon mal gehört. Ja. Wie war das mit dem Abgang? Honig im Abgang. Naja. Was, naja, na, du bist ja hier der Feinschmecker. Nicht? Was ist mit dem Hauch von Zartbitterschokolade? Ja, ich habe ein Kilo Süßholz gegessen und schmecke jetzt einen Hauch Zartbitterschokolade durch. Ich esse regelmäßig Süßholz, damit ich hinterher Zartbitterschokolade als Hauch wahrzunehmen vermag. Wirklich? Mm-mm. Ich raspe ja das Süßholz immer. Ist das nicht eigentlich das hier? Süßholz ist doch das Süßholz, ist doch Salmiakki, ne? Darum habe ich genau, also Juri hat hier ordentlich Süßholz geraspelt und hat das dann in den Wodka reingemacht. Und das ist einfach mal eine geile Vermengung. Finde ich gut. Also jetzt, also, oder? Also es hat jetzt vielleicht nicht die Idealtemperatur, aber ich finde es... Das mag ich ja sehr gerne. Also ich trinke Bier ja gerne auf Zimmertemperatur, zumindest das erste, weil dann schmeckst du wenigstens was. Ja. Also kalt schmeckt sogar Cola, hat ein Freund von mir gesagt. Ja, aber warm. Oh. Ja, genau. Oh Gott. Wenn die Winkekatze nicht langsam mal aufhört, schmeiße ich sie vom Tisch. Welche? Egal. Das ist ja schon ein ganzer Zoo hier irgendwie, ne? Aber die hat aufgehört, die hat schon aufgegeben. Die hat aufgegeben, ja. Ja, die pennt schon. Sind da eigentlich Bakterien drin oder ist das irgendwie wieder irgend so ein magischer... Das ist mit Schwerkraft. Mit Schwerkraft. Mit Schwerkraftinduktion. Ah, freie Energie sozusagen. Physiker im Publikum. Orgonkatze. Hast du die schöne Physikshow gesehen, die hier vorhin lief? Es ist eigentlich total demütigend, oder? Ich meine, die haben halt echt was zu erzählen. Total geil, das ist interessantes Zeug. Ja, die wissen ja auch Bescheid und so. Die wissen Bescheid und sowas. Und dann, was, die winkt immer noch? Oh Gott, Zombie! Du hast die Batterie rausgenommen, die winkt immer noch? Wow. Okay, ich muss. Mir fällt gerade auf, ich habe noch einen Termin mit Zombie-Kalypse mit so Winkkatzen. Ja, so. Das könnte ganz interessant werden. Ich warte jetzt, das hört nicht mehr auf. Das Ficklicht ist die ganze Zeit am Schwenkelenk. Ja. Was war denn nochmal gleich mit dem Ficklicht? Ficklicht ist so mein Standardwort für kleine Leuchte, Lämpchen, so ein kleines Lämpchen, das irgendwo in der Ecke steht und nicht wirklich Kondome findet und genau, so, nicht wirklich hell nicht, macht, aber ja, so ein bisschen so genau, Stimmung nicht die ganze verbreitet. Wahrheit, genau, das nenne ich Ficklicht in der Regel. Ja. Sehr hübsch. Ich nenne das auch außerhalb der Regel Ficklicht, aber ja. 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 Jetzt haben wir noch Themen. Ja. Also, du bist ja jetzt das wievielte Mal auf dem Kongress? Das vierte Mal. Wow. 99, 2000, 2013, 2014. Achso, das ist Camp jetzt mit eingerechnet? Oder was? Nee, das Camp habe ich nicht mit eingerechnet. Ah. Ich war zweimal auf dem Kongress. Genau, und zweimal fand es total scheiße und danach musste ich jahrelang auf dich einreden. Ich fand es nicht scheiße, ich fand es okay. Und dann warst du letztes Jahr da und hast gleich das Hotel für dieses Jahr gebucht. Genau. Dann habe ich dieses Jahr versucht, für nächstes Jahr das Hotel zu buchen, ausgebucht.
Nein. Ja, weil ich blödes Schwein das erzählt habe im Podcast. Ja, das Leben ist manchmal, ist das Leben halt ja, manchmal. Hart. Hm. Ja, das ist die Feedback-Schleife. Es ist echt total ärgerlich. Ich habe auch heute die ist aber nicht ausgebucht. Das sind, die Kontingente sind erstmal blockiert, weil sie die jetzt ja noch gar nicht verkaufen. Und das, was sie verkaufen, verkaufen sie halt wirklich für einen absurd hohen Preis. Also es ist wesentlich teurer geworden hier nebenan. Ja. Also sie haben pro Nacht 40 Euro mehr. Ja. Na, es gab ja dann noch so einen Kongresstarif. Ja, aber den kriege ich ja immer nicht mit, das schaffe ich ja immer erst, ja. Merke ich ja nicht. Ja, das ist, ja. Da habe ich halt Pech gehabt. Das ist schon echt ziemlich luxuriös. Ist ohnehin etwas bedrückend, dass wir jetzt hier sozusagen so eine begrenzte Zeit haben. Inwiefern? Welche Zeit? Also für den Kongress? Oder? Für den Kongress an diesem Ort. Weil würdest du das? Die Leute der Meinung sind, dass so ein geiles Gebäude wie das hier nicht ausreichend erhaltenswürdig ist und man muss es unbedingt in so Hamsterboxen umbauen. Ach so, meinst du begrenzte Zeit? Ich dachte, du meinst begrenzte Zeit im Sinne von, wir haben nur 4 Tage, weil es wäre auch nochmal ein Experiment, das Ding hier endlos weiterzuziehen. Ja, das ist das alte... Das wäre halt geil. Das glaube ich gar nicht mehr. Und dann musst du halt, ab und zu muss man dann mal Erwerbsarbeit leisten, da fährt man halt mal in die Realität. Ja. Und dann kommst du halt wieder nach Hause irgendwann. Das fände ich schon mal sehr spektakulär. Ja, das heißt, clubintern heißt das Dauerkongress. Ja. Ja, das ist eigentlich auch angestrebt, aber bisher ist noch nicht die richtige Formel gefunden worden. Aber so ist sowas wie gab es da nicht irgendwie auch sowas Revolutionäres irgendwie? Also so eine dauerhafte... Gab's nicht? Ach ja, genau, und die Gesellschaft verändern und nee, so. Aber gab es nicht bei den Sozialisten irgendwie sowas? Ihr kennt euch doch da aus, da gab es auch irgendwie sowas. Bei Sozialisten? Ja, welchen oder bei den Kommunisten gab es nicht irgendwie so eine ständige Revolution des, was irgendwie, was... Ich habe getrunken, mir fallen ja, ich nur Fragmente ja ein. Also ja, du hast nicht geschlafen. Ich bin ja auch ein bisschen untergebildet. Ich habe auch nicht studiert, ich habe mir das erschlichen. Ja. Ich auch. So sind wir. Ja. Nee, aber... Was funktioniert? Nee, die wollen hier irgendwie in 2 Jahren, wollen hier irgendwie mit dem Bagger ankommen und das Teil einfach wegkloppen und neu bauen. Neu bauen? Ja, also... Also das, was man mit dem ICC in Berlin eigentlich schon seit 20 Jahren hätte machen sollen, ja, das macht Hamburg. Ja, und hier ist es ja... Ich meine, das sind wahrscheinlich ähnliche Beweggründe, nämlich, Scheiße. Dass sie Probleme haben, solche alten Gebäude ausreichend energetisch und vor allem so raumverteilungsmäßig, weil heutzutage... kommen ja diese ganzen Firmen an und wollen halt so, ja, wir machen dann mal hier Kongress und Konferenz und dann wird halt Schachtelkästchen neben Schachtelkästchen gebucht und zusammengelegt und dynamische Wände. Also so 100er. Ja, dass halt alles schön flexibel ist und so. Und das kann ich auch verstehen. Das lässt sich natürlich viel besser variieren und damit lässt sich natürlich auch besser verkaufen und damit kriegst du auch deine Kohle wieder rein, weil so ein Hobel wie das Teil, das kriegst du halt nicht so ohne weiteres vermietet, weil wer braucht schon mal eben einen Saal mit 3000 Sitzplätzen? So, und den kannst du halt mal nicht eben auf die Hälfte reduzieren, es sei denn, du sperrst den Balkon ab, aber das hilft ja nicht viel. Was wird der Kongress dann machen? Also wo wird der Kongress hinwandern, wenn es das CCH nicht mehr gibt? Danke. Ich habe keine Ahnung. Also das ist, sagen wir mal, Inhalt einer stärker werdenden generellen Debatte. Ja, es gibt da noch keine gute Antwort. Irgendwas? Also gibt es irgendwelche... Das Problem ist, der Kongress ist vermutlich jetzt die größte Konferenz, also auf jeden Fall Deutschlands, vermutlich auch Europas. Hm. Und wir befinden uns hier im größten Konferenzgebäude Deutschlands. Scheiße. Und es ist voll. Ja. Es ist sehr voll. Es ist sehr voll, aber es ist trotzdem geil. Aber wo geht man dann hin? Also was ist das nächste, mindestens genauso große Konferenzgebäude Europas? Keine Ahnung. Ah. Aber ich meine jetzt so außerhalb Deutschland, wisst ihr ja, wie das so ist mit den Hackern und so und den... Ja, in den Niederlanden ist es verboten. Ja, also in Niederlanden ist es verboten. In Niederlanden musst du irgendwie, wenn du deinen Joint ablegst, dann kannst du es halt nur machen, wenn du es 2 Wochen vorher in die Brandschutzerklärung reingeschrieben hast. So, wo der dann außerdem, genau liegt, mit dreidimensionaler AutoCAD-Zeichnung. Außerdem ist Hacking illegal in the Netherlands. Das auch noch. Genau. It's not allowed. Ja, it's not allowed in the Netherlands. Und ja, die anderen Länder haben sich ja auch immer nicht so richtig flexibel. So. Wir genießen ja hier schon einen gewissen Freiraum. So. Ist das dann der letzte Kongress? Also der jetzt eh nicht. Es wird ist der voraussichtlich nächste dann der letzte Kongress? 2 weitere. Hier. Sind die nächsten beiden dann die... Entschuldigung. Nein, es sind auf jeden Fall die an diesem Standort. Ja, Eis wäre geil. Eis wäre echt geil, genau. Und vielleicht... Was?
noch mehr Negroni, sagen. Ich hätte gerne einen Negroni. Vorhin hat mir jemand einen Negroni. Hast du Bier da reingeschüttet oder den Salmiak? Nee, das sieht so aus, das sieht immer so aus. Du siehst das in deiner ist Flasche. Ist immer schwarz sozusagen, ja. Na, Hammer. Das Leben ist doch, ist das Leben nicht? Ja, es ist, so ist es. So ist es. Jedes Jahr zu Weihnachten läuft im Fernsehen ein Film, der heißt Ist das Leben nicht wundervoll? Ist das Leben nicht schön? Entschuldigung, ich habe getrunken. Jedes Jahr läuft zu Weihnachten im Fernsehen ein Film, der heißt, ist das Leben nicht schön? Ist das Leben nicht schön oder das Leben ist schön? Also nicht Roberto Benigni. Ist das Leben nicht schön? Nee, nicht Roberto Benigni, sondern James Stewart. Ist es James Stewart? Ist das Leben nicht schön? Isn't life wonderful? Das ist eine gute Frage, ob das Leben nicht schön ist. Gucken wir mal. Mit Eis wird das Leben gleich viel schöner. It's a wonderful. Jetzt fängst du wieder an, im Internet rum zu da. Ich hab das, trotz das des kommerziellen Misserfolgs wurde der Film mit der Zeit zum Klassiker und wird von Kritikern und Kritikern als einer der besten Filme der Filmgeschichte angesehen. Echt? Das ist so ein Standardwerk. Ich habe mehrfach schon das Drehbuch gelesen, das Storyboard gelesen dazu. Das ist so ein Standardwerk. Wenn du dich damit beschäftigst, wie man Filmdrehbücher schreibt, ist dieser Film ist Life Wonderful ein Standardwerk. Also daran wird halt erklärt, wie man Dramaturgie macht, wie man Storyboards zeichnet. Ach. Und ich habe den dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Ja. Interessant. Und wenn das Ding sinnvoll, womit wir bei einem alten Thema wären, über das ich immer wieder gerne rede, wenn das Ding ordentlich synchronisiert wäre, wäre das einer der schönsten Filme der Welt. Aber man kann ihn doch sicherlich auch auf Englisch anschauen, oder machst du sowas nicht? I think so, aber da kommt er halt nicht irgendwie auf HR3. Ah. Naja, dann. Kannst du froh sein, wenn der auf Hochdeutsch kommt? Ich kenne ihn nicht. Benutzt du eigentlich Letterboxd? Gelegentlich, ja. Ja, hast du da einen Account? Ja. Ja? Kicken. Ich vermute, er heißt Holgi. Ja, könnte ich mir auch fast vorstellen. Yep. Ah, da bist du. Oh. Holgi. Lamborg halt, ne? Likes. Limbo! Scheiße! 114 Filme. Ja, ich habe irgendwann aufgehört, da gewissenhaft Sachen einzutragen. Ja, ich bin da noch relativ gut dabei. Echt, du hast damit nicht aufgehört? Nee, ich habe nicht damit aufgehört. Ich gucke aber auch nicht so unheimlich viele Filme, dass ich es dann immer noch irgendwie halbwegs schaffe, wenn ich mal wieder eingeguckt habe, dann trage ich den dann immer ganz fleißig ein. So sieht's aus. Das heißt, da kann jetzt man, guckst du, was für Filme ich geguckt habe. Was sozusagen hier meine Privatsphäre kann man hier auf jeden Fall ganz ordentlich absaugen. Entschuldigung, Alois Nebel, was ist das denn? Ist das Flashdance? Das ist auch New. Das ist Flashdance. Was? Das zweite von links, du hast Flashdance geguckt. Und nein, das heißt... Das ist Flashdance. Nein, da steht New from Friends. Das ist wahrscheinlich von dir. Du hast Flashdance geguckt. Nein, hab ich nicht. Danach hast du dich wahrscheinlich auf so einen Stuhl gesetzt und so eine Dusche. What a feeling. Genau, siehst du? Ja. Flashdance hat er geguckt. Divergent habe ich nicht gesehen. Nein, das ist auch der Strom, meine Güte. Wo sind denn hier meine eigenen Filme? Das unter ist so ein bisschen das... Films watched. Her, hast du gesehen? Ja. Der war geil, oder? Die habe ich jetzt wahrscheinlich alle gesehen, aber das ist jetzt so ein bisschen klein, ne? Was? Können wir das irgendwie noch ein bisschen größer? Wonach ist denn das sortiert? Release Date, when edit. Das macht der immer, der surft dann immer im Internet rum und dann. First, klar, Phase, when edit. Ich habe keinen Pfandefelde hier. Oh, ja, ich habe da nicht mit gerechnet. Gestern quatscht er mich hier auf der Rolltreppe an. Ja. Ey, du. Hier, wollen wir morgen mal? Sag ich, jo. Ja. Hier, guck, Gran Torino habe ich als letztes geguckt. Gran Torino war auch geil. Ja. Das ist, glaube ich, der einzige Film, These people don't want to be your brothers and I can't blame them. Sehr geil. Das ist der erste Film, wo er irgendwie stirbt. Aber noch cooler fand ich ja Kommandante. Den habe ich nicht gesehen. Habe ich ja sehr genossen. Das ist von Oliver Stone. Kommandante klingt ein bisschen, als wäre es mit Kinski. Ne? Vielleicht ist es ja auch Kinski. Man kann sich ja wundern, warum Fidel Castro eigentlich immer noch nicht tot ist. Ja, der Typ ist ja einfach der totale Troll irgendwie. Ja. Ich empfehle, falls du mal was wirklich Spannendes lesen willst, von Ignacio Ramonet die Biografie über Fidel Castro. Die im Wesentlichen aus einem Interview, aus einem sehr, sehr langen Interview mit Fidel Castro bestehen. Was Fidel. Ich muss diesen schlaffen Witz jetzt bringen, was ja das kubanische Wort für Geigenkasten ist. Ein paar haben gelacht. Ja, ein paar lachen. Hallo, mal, ne? Professor Hastig. Okay. Ja, nee, aber schönes Buch, tolles Buch. Echt. Genau, und Kommandante ist halt einfach so ein Interview mit Fidel Castro, als er noch im Amt war.
Und ich glaube, sie haben ihn so 2 oder 3 Tage lang... Ist der echt noch nicht tot? Nein. Der ist echt noch nicht tot. Der stirbt auch nicht mehr. Der hat das vergessen, ne? Ja. Ach. Irgendwas hat er total richtig gemacht. Und vor allem, der ist ja auch so der Mega-Politiker. Ist das nicht der mit der Wie viele amerikanische Präsidenten hat der Typ irgendwie jetzt schon gesehen? Ja, fast alle. Ja. Und alle müssen abrücken und er ist immer noch da. Ja. Wahrscheinlich schickt er jedes Mal, wenn so ein Präsident dann irgendwie in den Ruhestand geht, schickt er irgendwie so ein YouTube-Video, wo man... Herzlich Fidel. Mit vorzüglicher Hochachtung. Ihr Fickgesichter, ich stecke euch an mein Schwenkgelenk. Es blinkt übrigens immer noch. Ja, es ist beharrlich. Also so lange schaffe ich nicht, ich das nicht zu blinken. Wir könnten das die Fidel Castro Gedenkinstallation nennen. Naja, also auf jeden Fall ist es sehr schön, wenn man so ein bisschen vergesslich ist, dass man dann sozusagen auch rauskriegt. Girlfight allerdings kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich den gesehen habe. Naja, Wie fandst du den Lego-Film? Den fand ich ziemlich gut. War der denn nicht so hektisch? Also der hat mich wirklich sehr, sehr angestrengt, weil der so extrem schnell und laut... Ist ja auch für Kinder. War auf jeden Fall... weiß ich, also ich fand den... Was ist denn dein Film des Jahres? Was ist dein Film des Jahres? Du meinst, den ich in diesem Jahr gesehen habe? Ja, welcher war der beeindruckendste? Ich weiß gar nicht, war ich überhaupt im Kino? Ich war, glaube ich, gar nicht im Kino. Tja, when edit... Was? Gibt es denn hier nicht irgendwie einen, weil man den gesehen hat? Warte mal, Watchlist? Nee, Watchlist ist, was ich sehen will. Ne? Ins Kino gehst du nicht? Ich komme da irgendwie relativ selten dazu. Ja, das ist, wenn die Leinwand sich dreht. Ach so, ich dachte, das wäre, weil... Das ist übrigens ein ganz putziger Beamer. Hast du den da irgendwie gesehen da unten? Der steht da so direkt da drunter. Das habe ich ja auch irgendwie noch vorher noch nie gesehen. Sowas will ich auch. Das klappt einfach so ein Motörchenspiegel aus, der so mega verzerrt ist und dann... Hältst du den erstmal so einen 2 Meter Abstand? Denkst du, wie kann man den denn einstellen? Wie im Flugzeug, diese Dinger vorschiebst. Wie im Flugzeug? Na gut, das sind ja LCDs, aber das ist ja ein Beamer und der wirft das dann da oben so dran. Aber das Coole ist, dass man halt überhaupt den ganzen Platz frei hat. Also eigentlich ziemlich, ja. Das ist echt cool. Ich verstehe gerade hier das User Interface nicht. Ich bin irgendwie zu bekloppt. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Vor 2 Tagen. Geil. Ich kann gerade nicht. Otto der Film. Den habe ich nicht gesehen. Hallo, ich bin Tim Pritlove. Ich habe Otto der Film gesehen. Nein. Das stimmt alles gar nicht. Ja, es ist alles eine billige Propagandalüge. Ja, was hier, ja. Ich habe keine Ahnung. Kevin allein zu Hause, hast du auch nicht geguckt. Doch, den habe ich geguckt. Den kannte ich nämlich nicht. Ab und zu gucke ich halt mal so Filme, weißt du, wo ich die irgendwie nicht kannte. Steht da? Wo? Der macht das immer. Ich brauche einen Pfandefelde. Gibt es das irgendwie als E-Book? Oh, der war lustig. Das ist ja so ein französischer Film. Hast du dich gerade so gehäuspert? Ja. Ah, okay. Das wird noch schlimmer. What did we do to deserve this? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Wie heißt der im Original? Der hatte auf Deutsch irgendwie einen tollen Namen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, da haben sie irgendwie was gerettet. So. Aber das ist schon eine ziemlich lustige Geschichte, wo so ein rassistischer Vater mit irgendwie 4 Töchtern, irgendwie alle Töchter hatten irgendwie Israelin, Arabern, Schwarzen. Und Monsieur Claude und seine Töchter oder so ähnlich. Ja, genau, so heißt der auf Deutsch. Und der war und der letzte ist dann irgendwie ein Jude, oder? Was war das? Ja, es war alles dabei und die haben natürlich dann auch untereinander alle möglichen Krisen ausgespielt und so. Also die haben wirklich schon schön so diesen ganzen Wirrwarr Welten, Politkosmos schön in diese Familiensituation reingeblendet. Ich fühle mich wie früher, so Füße auf dem Tisch, Alkohol, wie immer. Ja, so gut. Mhm. Für alles gesorgt. Den habe ich übrigens nicht gesehen. Das, der ist ja kann ich dir sehr empfehlen, sehr unterhaltsam. Mhm. Das mag ich so an diesen Franzosen. Die kriegen das ja irgendwie hin, dass Filme wie soll ich sagen, die haben Charme, ja, während deutsche Filme erzeugen ja eher Charme. Das ist der, Und da ist man dann immer so ein bisschen fremdgeschämt. In den 90ern haben wir es ja geschafft, ein paar wirklich, wirklich gute Komödien zu machen, sowas wie Stonk zum Beispiel. Ja, jetzt, das hast du aber schon jetzt 1000-mal erzählt. Ja, aber wir haben es halt geschafft. Ja, eine! Nee, zum Beispiel, also dieser andere Film. Mit, die andere unvergessliche mit, Film. Mit Katja Riemann.
Okay, ich hab's ja, versucht. Einer. Ja, aber Stonk. Ja, Stonk. Meinetwegen. Den gebe ich und, dir. Die Franzosen produzieren halt am laufenden Meter irgendwie korrekte Filme. Ja? Und während die Deutschen noch nicht mehr in der Lage sind, das am laufenden so eine Situation Meter machen, wie der Polizist und der Verdächtige irgendwie so halbwegs realistisch abzuwickeln, dass man denkt, so könnte so passiert sein. Ja, du guckst so viel Tatort. Nein, ich gucke keinen Tatort, weil wenn ich einen Tatort gucken würde, würde ich anfangen, mich zu ritzen. Ja. Darum trage ich immer so langärmelige. Ich meine, das ist doch absurd. Du schaust dir einen deutschen Film an und du glaubst auch nicht mal eine Szene zwischen Polizist und Verdächtiger. Mhm. Und dann läuft irgendwie 10 Minuten später so eine amerikanische Fernsehserie, wo so die Aliens irgendwie in so einem super mega Raumschiff Erde aufbohren und dann irgendwie Billard im Weltall und denkst so, ah, total realistische Effekte. Das sind die Briten. Wie? Mit den Aliens und den. Egal. Mit Doctor Who oder was? Ja. Ja, aber ich meine. Und der Grund ist wahrscheinlich, und ich habe nämlich neulich, habe ich mich mal mit jemandem unterhalten, das war ein Amerikaner, das war sehr interessant, ein junger Amerikaner, der hat mir erzählt, dass er studiert hat, und zwar hat er Comedy studiert. Man kann in den USA Comedy studieren, sowas gibt es in Deutschland überhaupt gar nicht. Weiß ich gar nicht, bist du sicher, dass das wenn du hier Schauspieler wirst, dann bist du quasi, na, Moment, dann machst Comedy, du Theater. Achso, der hat Comedy nicht als Autor studiert, sondern als... Als Studiengang. Als Darsteller. Ja, als ich möchte Comedian werden. Und da gibt's dann einfach die Möglichkeit an der entsprechenden Fazilität, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wo das war, das zu machen. Und dann bist du halt Comedian, da lernst du halt alles, was du wissen musst. So, aber da lernst du halt kein Theater, sondern lernst du halt Humor. Und das ist halt in Deutschland einfach mal nicht vorgesehen. Wir haben halt vor 70 Jahren alle lustigen Leute rausgeschmissen oder umgebracht. Das darf man ja nicht. Ja, eben, das das greift um sich. Ja. Ja. Nee, das greift halt nicht mehr um sich. Das greift nicht mehr um sich, genau. Außer in Dresden gerade. Ja, ist schlimm. Oh Gott. Jetzt habe ich dich. Ja. Hö. Ha. Wie war das? Holgida. Hagüdi. Hagüdi. Hagüdi? Hacker gegen die Überwachung des Internets. Ah, nee, das ist zu billig. Der ist auch billig. Hab ich gesagt, dass es jetzt toll ist. Stimmt, haben wir nie. Aber jeder muss sich ja eine Abkürzung auch mal ausgedacht haben. Stimmt. Und das war so mein Twitter-Kommentar zum Thema Kongress, ohne das weiter zu erklären. Hat eine Weile gedauert, aber irgendeiner hat es dann auch rausgekriegt. War jetzt nicht der beste Joke. Ja, aber ich habe schon schlechtere gebracht. Aber was machen wir denn mit diesen Verstörten da jetzt? Nix, auslachen. Das hatte auch so eine. Ich hätte das jetzt anders einbinden. Nichts. Auslachen. Ja, aber erst und schon ist diese peinliche Situation irgendwie halbwegs gerettet. Nein, auslachen. Hm. Hm. Ja. Einmal sagen, was ihr da macht, ist Grütze und danach darüber lachen. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Ja, ich finde die irgendwie überhaupt cool so. Nee, ja, man darf ja überhaupt nichts mehr sagen. Ja, was wollen Sie denn sagen? Wir geben ein Interview. Toll. Da muss man aber erstmal drauf kommen. Ja. Also, das ist echt. Ja, das ist besser als Rekursion. Ja. Und dieser Vogel irgendwie ist ja auch so geil. Und dann so, ja, die sind ja irgendwie alle kriminell. Und dann dieser Typ ist irgendwie nach Südafrika geflohen, weil er hier irgendwie Leute verkloppt hat und so. Und ist da dann rausgeschmissen worden. Das ist aus dem Ausland. Scheiß Ausländer. Aus dem Ausland rausgeschmissen worden. Das sind nämlich die wollen uns nur germanisieren hier in Südafrika. Das haben wir schon durch, das Spiel. Der Südafrikaner. Ja, der Südafrikaner schlägt zurück. Genau. So sieht es nämlich aus. Ja, nee, ich... ja, tritt sich fest, oder? Hoff. Ich habe keine Ahnung, ob sich das festtritt oder nicht. Das Problem ist halt, dass die sowohl unsere Politiker als auch große Teile der Medien so eine Angst vor diesem Phänomen, was da in Dresden passiert haben, dass sie... Also dieses, naja, man darf die ja nicht alle als Nazis verteufeln, man muss das ja auch ernst nehmen, was die sagen. Nee, muss man halt nicht. Nee. Wer mit einem Nazi marschiert, der muss ein Nazi sein oder er marschiert halt nicht mit dem. Und das muss halt selbst denjenigen, die da keine Nazis sind, muss das irgendwie klar werden. Und das wird denen halt nur klar, indem den sagst, entweder ihr marschiert mit den Nazis oder ihr marschiert nicht mit den Nazis. Aber ich sehe da halt kein richtiges Leben im Falschen. Wirklich nicht.
Und das ist, was sie für sich reklamieren, zumindest ein Teil derer. Und ich kann noch nicht mehr ordentlich reklamieren aussprechen, weil ich einfach zu. Kann ich noch was von dem sagen? Ja, so viel Reklame ist auch nicht gut. Ich hatte gerade Honig im Abgang. Versuch's mal mit Hakle feucht. Sendung spielt sich gerade warm. Ich bin noch nicht betrunken genug. Aber wir haben noch echt ein bisschen Zeit, Mäcki. Nee. Ja, ich habe noch ein bisschen. Ich merke heute auch nichts mehr. Das kenne ich, das habe ich seit den 40ern. Ich bin so im Zustand, man kann ja irgendwie auch mal müde sein, ne? Und dann schläft man dann irgendwann, weil man nicht mehr kann. Aber wenn du dann diesen Punkt verpasst hast, da so auf dem Motto, ah, Entschuldigung, ich muss mal kurz in den Zug und dann so, fährt er so direkt vor deiner Nase. Ich kenne das nicht. Irgendwann falle ich halt um. Gestern habe ich irgendwie schon geschafft, zweimal, also erst habe ich den Zug verpasst. Wie war das? Welchen? Ich kam halt an, da fuhr er halt gerade weg. Ah, okay. Da dachte ich, ah, okay, dann wart's halt 15 Minuten. Und dann so 15 Minuten, kein Podcast, 15 Minuten kalt, 15 Minuten, telefonierst du irgendwie noch gerade, sondern kommt die nächste S-Bahn, ah, geil, rein, zack, wumm. Und dann stellst du da fest, falsche S-Bahn. Fährst erstmal mitten in der Nacht irgendwie so im Weihnachtsprogramm erstmal woanders hin. Da fühlt man sich immer so richtig kompetent. Ja. Du redest über mich und die S8. Aber S31 war es bei mir. Also okay. Ja. Ich war froh, dass sie mich nicht auf der Reeperbahn rausgeschmissen hatte. Das hätte ich wahrscheinlich nicht so. Ja, hätte sie wenigstens. Aber für solche Fälle habe ich jetzt vorgesorgt. Ich habe mich jetzt neu mobilisiert. Erzähl. Ja. Das ist deins? Nee, das ist nicht deins. Doch. Ich habe neulich Frank Rieger damit getroffen, wie er da unten rumfuhr. Ja, muss jeder mal ausprobieren. Aber das ich habe mir jetzt geshoppt. Echt geil. Ja, sehr, sehr schön. Finde ich gut. Kennst du? Ja, kenne ich. Don't regret the egret. Das ist halt so ein bisschen... ein Elektroroller. Man muss das mal kurz erläutern. Das ist ein Elektro-Kickboard. Nee. Ja, also man kann ihn in den Modus bringen. Ja, es ist halt wie so ein Kickboard, nur mit Elektroantrieb. Naja, also man kann ihn so konfigurieren, so ist er jetzt nicht konfiguriert, dass er nur dann anfährt, wenn du ihm einmal auch so einen Schubs gibst. Okay, damit bin ich mit einem gefahren, dass man ankicken muss. Genau, das kann man aber auch ausschalten. Das ist halt dass das, man nur erste Mal, so einen zieht. Das erste Mal, dass es nicht albern, obwohl, ich weiß nicht, also ich habe halt immer gedacht, so wenn Erwachsene auf Kickboards rumgefahren sind, habe ich immer gedacht, geben Sie dem Kind doch bitte das Spielzeug zurück. Ja, schön, so eins ja. Hätte ich auch gern. Ja? Hm? Wirklich? Ich dachte, du findest das total scheiße. Nee, ich finde das geil. Ja? Das einzige Problem ist, die Räder sind halt sehr klein. Es ist halt insgesamt so sehr instabil. Es ist ein bisschen wie Vespa-Fahren. Ich bin halt alter Vespa-Fahrer. Ja. Und das ist ähnlich. Flash, nur mal zur Information. Was? Ihr streamt auf Flash. Was sagt er? Ja, ist nicht so schlimm. Was die Ultras denken sich gerade neue Chöre aus, aber sie können sich noch nicht auf den Text einigen. Okay. Naja, auf jeden Fall unten halt Akku drin, kann man leider auch nicht austauschen, aber lädt wohl ganz fix und naja, man kann dann so, da gibt's dann so Jumper, ja, man kann dann so den Fu aufschrauben und dann gibt's halt so einen Safety-Modus, in dem er jetzt gerade ist, den Kongress-Modus, dann macht er nur 15 Sachen. Ja. Und die zweite Jumper-Position macht 25. Ich habe mir erzählt, dass es 40 Ja, das ist die Unlimited, da gibt er halt alles her und dann ist es so 40. Aber mit was für einer Reichweite? Die 40. Ich ist jetzt zu neu. Ich habe noch keine konkreten Erfahrungen. Ich habe was von 30 Kilometern im Ohr. Wenn du damit auf die Straße gehst, da kommst du in den Knast führen. Ja, bestimmt. Das ist geil. Deswegen habe ich noch ein Schwarz geholt, damit es auch richtig so. Und dann noch so einen von diesen Helmen, womit diese, weißt du, diese Motorradfahrer, die so aussehen, als kämen sie gerade aus einem Nintendo-Spiel. Und dann holst du noch so einen Helm mit so einem Iro drauf. Ja. Ja. Das ist cool. Ich ziehe sofort mein Handgerät raus und sag: Einsatz, Zugriff! Zugriff, ja. Immer. Zugriff. Zugriff. Ja, mal gucken. Und wenn sie sich anhalten, sagst du mal: Hallo, Kollegen. Obwohl das ja eigentlich gerade nicht so meine Art ist. Ich bin ja eigentlich gerade mehr so auf Sport. No? Ja, und wenn du auf Sport bist, hast du ja auch irgendwann nur noch Freunde, die auf Sport sind. Das bringt das so mit sich. Ja. Du bist ja auch auf Sport, oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Was? Wo willst du jetzt drauf hinaus? Ich will wieder? Auf gar nichts hinaus. Aber du willst auf irgendwas hinaus, ich sehe das doch, ich höre das doch. Na, wolltest du nicht auch ein bisschen, also ich meine, laufen? Ach so, ja, ich habe, ja. Ist doch Hast Sport. Du mit dem Laufen angefangen? Ja, sehr. Du läufst auch mehr als ich, ne? Ich bin ja irgendwie da irgendwie so ein bisschen die arme Sau. Ja, ich laufe noch nicht so viel wie Mario Sixtus, aber ja, aber der ist halt auch eine arme Sau. Ja. Ja, immer den armen Sauen hinterherlaufen. Das macht den fit. Armen Sauen. Ja,
macht fit. Erstmal eine Sau durchs Dorf treiben und dann hinterherlaufen. Nee, ich dachte mal so, so mit dieser Unbeweglichkeit und Schnappatmung, so, das muss jetzt auch kein Dauerzustand bleiben. Ist auf Dauer halt scheiße. Ja, es ist irgendwie einfach total ungeil. Ja, und du siehst auch echt gut aus. Das ging runter wie Salmiakki. Das war jetzt ja, kein Scherz. Das letzte Mal, als ich mit Schluck Tim derart intensiv gesprochen habe, hat Tim sehr, sehr krank ausgesehen und war wesentlich fetter als jetzt. Und ich habe mir gedacht, mal gucken, wann er umfällt. Also mal, weil von alleine merkt er halt nicht, dass er sich gerade völlig verausgabt und mal gucken, wann er umfällt. Und das du ist hast halt so brachial vorbei. Abgenommen, dass ich Angst hatte, dass ich irgendwann mal mehr wiege als du. Ist so ein kompetitives Ding. Ja, total. Flucht nach vorn. Nein, du siehst wirklich gut aus. Oh. Tim sieht wirklich gut aus. Die Kurve liefert. Die Kurve liefert. Mhm. Nee, ernsthaft. Salmiakki ist durch. Das machst du, weil du läufst. Next. Ja, die Salmiakki ist durch. Ist sogar nicht durch. Ich habe ja früher mal mich so der Illusion hingegeben. Oh, das Ficklicht wurde geschwenkt. Am Gelenk. Wir können das ja mal ein bisschen. Nein. Was? Nein. Wieso nein? Mach mal ein bisschen den Mund auf. Mir hängt das Fickgelicht. Mach mal so. Fickgesicht mit Schwenkgelenk. Fickgesicht. So, jetzt könnt ihr mal alle mal zugucken. Sagt doch einen Ton. Stattdessen vergnügt ihr euch hier an meiner armen Darstellung. Was ist denn passiert, dass du dich in Bewegung gesetzt hast? Oh, ich dachte mir so. Da kommt wenn der scheiß Klein das schafft, kriege ich das auch hin. Na, gelaufen bist du ja nicht. Nee, bisher nicht. Ja, du hast ja dich entsorgt, entzogen, was? Reduziert. Was denn? Naja, weiß nicht, Essen wahrscheinlich erstmal. Ne? Ich habe meine Ernährung umgestellt. Genau, ja. So. Und so weit bin ich nicht unbedingt gegangen. Das ist gefährlich, ne? Also das ist halt wirklich gefährlich. Also du, mit der Ernährung. Mit der Ernährung. Also wenn du anfängst, du hast angefangen Sport zu treiben, um abzuspecken. Wenn du aufhörst, Sport zu treiben und dich weiter so ernährst, wie du dich vorher ernährt hast, also wenn deine Ernährung, scheiße, ich habe zu viel getrunken. Fang nochmal an. Okay, es gibt so eine normale Ernährung, ja, das, was du als normal empfindest. Wenn du Sport treibst und dich weiter normal ernährst, speckst du ab. Wenn du jetzt aufhörst, Sport zu treiben, wirst du wieder zunehmen, weil du dich weiterhin normal ernährst und normal halt falsch ist. Das heißt, du musst dringend, wenn du anfängst, Sport zu treiben, um abzuspecken, auch deine Ernährung umstellen. Sonst wirst du in dem Moment, wo du aufhörst mit dem Sport, wieder fett werden. Ja, habe ich ein bisschen gemacht. Ja. Ich habe mal so diese Kohlenhydratbomben irgendwie beiseite gelassen. Die Pizza. Die Pizza, die Nudeln. Die Nudeln, wo ich den Salat gegessen habe und du immer eine Pizza gegessen hast. Genau, jetzt esse ich auch den Salat. Ja, sehr gut. So weit ist das schon gekommen. Askese in Reinform. Askese, ist alles Askese mit der Reinform. Das ist doch Askese. Das ist doch Askese. Ja, dann habe ich mir erstmal kleine Ziele gesetzt. Und was für Ziele? Na, ich dachte mir so, ich laufe jetzt mal 2 Kilometer. Das ist ja nicht so viel. Doch. War aber schon zu viel. Ja, 2 Kilometer sind auch so 10. Kenne ich. Und dann dachte ich mir so, okay, nächsten Tag nochmal probieren. Dann ging das schon, komischerweise. Also das ist halt echt das Faszinierende, ne? Ist, wie schnell du beim Laufen einen Trainingserfolg hast. Das genau, vor allem, wenn man halt so niedrig einsteigt und langsam laufen und so weiter. Also es war schon geradezu Slow-Mo. Was für ein Tempo läufst du? Also ich glaube, am Anfang bin ich so mit 6 Stundenkilometern unterwegs gewesen, also nix. Und dann ging das so. Und dann merkte ich so, okay, alles klar, hier muss man mal so mit sanften Steigungen gehen. Und dann habe ich mir gesagt, ich laufe jetzt einfach jedes Mal 100 Meter weiter. Mhm. Das geht ja heute sehr schön mit diesen tollen Apps. Mhm. Ne? Bist ja irgendwie so komplett ausgerüstet, so piep, 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 GSM, GPS. Das ist GPS, übrigens der einzige Programm. Grund, der einzige Grund, warum man eine Smartwatch benutzen könnte. Ja, diese Schrittzählnummer. Die halt unabhängig vom Smartphone passiert. Weil was mich an diesen ganzen Smartwatches nervt, ist, dass du sie immer an dein Handy andocken musst. Das hat ja auch Vorteile. Es hat aber auch sehr viele Nachteile. Du musst sie an dein Handy andocken. Ja, ich muss mein Handy ja eh mitnehmen. Wenn ich laufe, nehme ich mein Handy halt nicht mit. Was? Nee, habe ich keinen Bock drauf. Das geht mir auf den Sack. Ich lasse es halt zu Hause, weil ich weiß nicht, wo ich das hin tun soll und sonst wie. Wenn ich laufe, nehme ich halt mein Telefon nicht mit. Ja. Nee, das geht gar nicht. Doch, das geht. Und das nervt mich. Und ich finde es halt sehr, sehr klasse. Ich habe eine Pebble geschenkt gekriegt, wo ich auch oft denke, was soll denn der Scheiß? Und? Macht aber die irgendwelche Funktionen? Da ist halt ein Pedometer drin. Und das ist halt wirklich sehr angenehm. Also ja gut, aber das habe ich ja eben beim Telefon schon. Ja, aber das nehme ich ja nicht mit.
Vor allem nimmst du doch dein Telefon sonst mit. Du hast doch da dein Telefon dabei. Aber nicht, wenn ich laufe. Ich nehme mein Telefon häufiger nicht mit. Also vor allen Dingen, wenn ich laufe. Ist das nicht ein bisschen bekloppt, einen Pedometer im Telefon zu haben und es genau dann nicht mitzunehmen, wenn du läufst? Nee, weil ich nicht weiß, wo ich hinkommen soll. Du musst mein Telefon nur im Sitzen. Genau. Naja, wie auch immer. Jeder ist da anders drauf. Ich musste natürlich gleich hier diesen ganzen fancy schmancy Quantified Self Klimbim ausprobieren. Samyaki ist alle. Ja, ich weiß. Keine Ahnung, vielleicht hat ja noch irgendjemand. Hat hier Kritz, zufälligerweise noch jemand so einen Geschirrspüler. Jetzt der letzte Geile Rest Sau, war auch irgendwie fies. Herrlich. Aber hier der Honig im Abgang, auch sehr schön. Ich habe auch zwischendurch schon das Gefühl gehabt, dass ich den einen Hauch von. Die Katze hat aufgehört zu winken, als ich sie in meine Richtung gedreht habe. Eigentlich sieht sie sehr bedrohlich aus, wie sie nur so. Brains. Ja. Winke, Katze, Kalypse. Auf jeden Fall bin ich dann die 2 Kilometer gelaufen, dann bin ich 2,1, 2,2 und so weiter. Ich habe das auch wirklich granatenhart durchgezogen, weil ich mir dachte, erstmal langsam angehen. Habe es natürlich trotzdem übertrieben, weil ich natürlich jeden Tag gelaufen bin. Und hast auch du auch so mit Schmerzen in den Adduktoren gehabt? In den Adduktoren nicht, aber so die Knie, Alter, waren dann nach 2 Wochen weich. Okay. Ich hatte halt Adduktorenprobleme, ja, und zwar echt heftig. Ja, da habe ich dann natürlich gleich aufgerüstet, weil man ja erstmal so im Film ist, dann gibt es ja auch kein Halten mehr. Dann latscht man in so einen komischen Runner's Point oder in so einen anderen komischen Laufshop und dann muss man auf diesem bekloppten Laufband da laufen. Und ich hatte auch schon das Schlimmste erwartet, aber irgendwie meine Beine sind noch halbwegs gerade. Meine nicht. Und dann kriegt man halt das passende Schuhwerk und siehe da, auf einmal ging das alles sehr viel besser. Das ist echt faszinierend. Ja, ne? Das ist cool. Ich bin halt hoch direkt auf die chemische Industrie. Genau, ich bin halt direkt zu Lunge gegangen. Wie das ist ein passender Name. Das ist irgendwie Lunge Laufshop irgendwie. Also ist halt so der. Boden im Westen? Irgendwo in Wilmersdorf oder so. Ja, im Westen. Ich weiß noch nicht mal warum. Der meinte auch, warum kommen Sie zu uns? Ich habe gedacht, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das im Kopf. Und bin halt auch auf dem Laufband, der hat mir so 2 Schuhe, der sagte, okay, so wie sie pronieren ist, wenn du so nach innen knickst, ne? Ja. Ja. So wie sie pronieren, kommen sowieso nur 2 Schuhe für sie in Frage, ziehen sie die mal an, laufen sie mal auf dem Laufband und hat halt Videoanalyse gemacht. Und dann die anderen. Und wer proniert, ist auch stolzes Mitglied der Pro-Nation. Ja. Das kann so schlecht sein. Wir bewegen uns stets auf Proniermeilen. Oh, ein Proniermeilen. Da habe ich lange für geübt. Gut. Gibt jetzt nicht so aber viel. Das ist, nee, hat auch keiner applaudiert. Nee. Sieht vielleicht ist auch keiner mehr da. Ja. Doch einer. Einer ist noch da. Einer hat Mitleid. Einer geht noch rein. Oh ein. Gott. Und also ich bin halt wirklich sofort in diesen Spezial, also in dieses Fachgeschäft gegangen, weil ich mir dachte, okay, meine Knie sind jetzt schon so im Eimer, dass ich nicht irgendwie Billo-Schuhe benutzen will. Hm. Ja. Sind sie das? Ja, ja. Es ist furchtbar. Okay. Ja, ich war mir noch keiner Insuffizienzen bewusst und hatte dann aber Zweifel nach 2 Wochen. Selbst wenn, aber die würdest Schuhe du sie nicht wissen wollen. Ja, naja, also es trägt mich irgendwie. Naja, auf jeden Fall bin ich dann immer weitergelaufen. Dann war ich dann irgendwann auf 3 Kilometer, dann war ich auch mal auf 4 Kilometer oder 5 Kilometer, dann ging das immer so weiter. Und ich war echt gnadenlos. Also ich habe echt alle 2-3 Tage war ich irgendwie auf der Pisse. War auch sehr beglückt, weil ja dieser Herbst dann doch recht blumig daherkam und es gab einfach weder schlechtes Wetter noch wirklich zu kalte Temperaturen. Mhm. Und so lief ich und lief ich und lief ich. Und jetzt bin ich irgendwie bei 10 Kilometer angekommen. Wow. Ja. Nee, habe ich noch nicht geschafft. Also mein Ziel war 15 Minuten, also ich habe es halt über Zeit gemacht, 15 Minuten am Stück ohne große Qual irgendwie zurücklegen zu können. Und bin halt immer wieder laufen Qual, gegangen. Das ist doch das Geilste. Ja, das unterscheidet uns. Nein, ist es nicht. Doch. Nee, ich finde das nicht gut. Also ja, irgendwann überschreitet man nämlich so einen Punkt, der war bei mir so bei 7 oder 8 Kilometern, wo man nicht nur so erschöpft vom Laufen ist, sondern wo auf einmal der ganze Körper so wo du in den Flow kommst. Also alles ja irgendwie wehtut, auch die Arme und so, obwohl man ja nicht auf den Arm läuft. Ja, wo es so komisch kribbelt überall. Kribbelt und überhaupt. Nee, ich bin halt wirklich über die, nicht über die Distanz, sondern über die Zeit daran gegangen, habe gesagt, ich möchte gerne 15 Minuten am Stück oder meinetwegen 20 Minuten am Stück laufen können, ohne dass ich das Gefühl habe, jetzt gerade zu sterben. Und habe halt immer irgendwie gelaufen. Ich wohne halt am Tempelhof, also am Flughafen. War 3 Wochen auf Mallorca im Urlaub und. Und leben im Luxus. Und eine Freundin von mir war auch auf Mallorca im Urlaub und die ist Fitnesstrainerin und sagte, lauf mal. Weil ich halt rumgejammert habe, ich schaff's nicht, ich bin immer so erschöpft, ne? Und die sagte einfach nur, lauf mal los, lauf mal, zeig mal. Und dann bin ich halt so 50 Meter gelaufen und die meinte nur, sag mal, in dem Tempo würde selbst ich
irgendwie nach 2 Minuten zusammenbrechen. Warte, warst du schnell? Ich war wahnsinnig zu schnell. Und die sagte halt, lauf mal langsamer. Und dann habe ich halt im Grunde die 3 Wochen Urlaub gebraucht, um überhaupt erstmal einen langsamen Rhythmus zu finden. Und als ich den dann gefunden habe, was am vorletzten Tag war meines Urlaubs, bin ich dann halt einfach 15 Minuten am Stück einfach so vor mich hingejoggt. Und das Einzige, was mich daran gehindert hat, noch weiter zu laufen, war, dass ich nicht genug getrunken hatte und irgendwann eine total trockene Fresse hatte und gesagt habe, okay, muss jetzt irgendwie. Ja, hättest du mal dein Handy mitgenommen, dann hättest du nämlich Podcasts hören können und das. Nee, dann hätte ich ja trotzdem eine trockene Fresse gehabt. Ist egal, das merkst du aber dann nicht mehr. Podcasts gegen trockenes Maul. Ja, also ich höre halt einfach Podcasts. Also ich hab's mit Musik probiert am Anfang, weil ich dachte, ja, joggen und so, da hört man ja mal Musik. Endlich kann ich mal wieder Musik. Das geht überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, warum die Leute das überhaupt auch mal in die Werbung schreiben. Das macht ja immer bim, bam. Und dann ist es nach 3 Minuten vorbei und so. Also bin ich ja, also. Na, was es gibt, habe ich vor Jahren mal gesehen, eine Webseite, das ist auch irgendwie ein Läufer, der, ich weiß gar nicht, so Mixtapes zur Verfügung stellt mit verschiedenen Beats pro Minute. Ja. Wo du dir halt einfach irgendwas runterladen kannst, was dann 1 Stunde lang ist und so viel Beats pro Minute hat, was genau auf deinen Laufrhythmus passt. Ja gut, aber das müsste ja dann sozusagen live verbunden sein. Also was ja viel einfacher wäre, wenn diese blöde App, die man da hat, die weiß ja, wie schnell man ist. Dann die kann dann sie ja die Musik also so automatisch pitchen. Ja. Aber so klug sind die ja nicht. Nee, es geht ja nicht darum, dass die Musik sich dir anpasst, sondern dass du dich der Musik anpasst. Dass du rausfindest, was für einen Rhythmus du hast und in dem Rhythmus auch bleibst. Ja, ja. Mir ist auf jeden Fall wieder klar geworden, wie großartig Podcasts sind. Weil ich weiß einfach, ich laufe jetzt 1 Stunde, dann suche ich mir einen Podcast raus, der einfach mindestens 1 Stunde läuft. HR2 der Tag. Zum Beispiel. Mhm. Passt genau. Und dann laufe ich 56 oder wie? Ja, 54, 56. 55, ah, okay. So in der Größenordnung. Und das passt auch gerade so auf 9 Kilometer. Jetzt wird es ein bisschen knapp und geht natürlich auch mit längeren ein wenig. Und dann, ich weiß nicht, also mich lenkt das halt einfach enorm ab. Soweit bin ich noch nicht. Ich höre dann halt einfach den Podcast zu und nehm, und irgendwann so nach einer halben Stunde merke ich so, oh, ich laufe ja immer noch. Soweit bin ich noch lange nicht. Also ich höre wirklich noch in mich hinein, während ich laufe. Also, ja, ich gucke halt so, was machen eigentlich meine Knie, was macht eigentlich meine Muskulatur und sowas. Das Geschenke auspacken. Ja. Nee. Das sieht vor allem aus wie eine Flasche. Das könnte unter Umständen hier unsere Alkoholinsuffizienz ausgleichen. Drin. Ja, Achtung, Honig. Im Abgang. Ich hatte Honig im Abgang. Wir haben dann feuchtes Toilettenpapier benutzt. Gut. Es gibt dieses von Grissemann und Stermann, diese Weinprobe. Kennst du das, diese Weinkritik? Grissemann und Stermann? Hm? 2 Kollegen von FM4. Das ist ja Bildungsbürgertum. Damit haben wir nichts am Hut. Also Grissemann und Stermann sind 2 Kollegen von FM4, vom österreichischen Rundfunk. Ja. Und die machen halt sehr lustige Shows gelegentlich. Und da gibt's halt eine so eine Weinkritik, wo sie Wein trinken und die ganze Zeit drüber reden, wie diese Weinschwätzer darüber reden. Ja. Und da gibt's einen Moment, wo sie halt, Fortsetzung der Aromen im Aufgang sagen. Was im Grunde nichts anderes heißt, als im Treppenhaus stinkt's. Das ist wirklich der Punkt, wo ich krieg die Flasche nicht auf. Aber du hast dich auch noch nicht bemüht. Ja, das sieht so obskur aus. Ich weiß gar nicht. Im Zweifelsfall ist da irgendwie was echt krasses. Das hat auch so eine verfängliche Konsistenz. Alter. Was denn? Ich bin bemüht. Man bemüht sich hier. Derselben Manufaktur sieht so aus, ne? Das ist zumindest mit derselben Serviette eingebaut. Ja, auch mit demselben Klebebandmodell hier. Vielleicht gehört es am Ende noch zusammen. Ich würde vermuten, das hat irgendwie sowas von. Von? Nee, das sage ich jetzt nicht. Sag es! Weiß nicht, Elefanten-Popo-Stöpsel, so, das ist so ein bisschen vom Format her. Hier steht Tim drauf, steht da Holgi drauf? Ja. Elefanten-Popo-Stöpsel? Ja, kennst du nicht Popo-Stöpsel? Nee, ich wüsste gerne, was in deinem Gehirn... Naja, Großheit! Elefanten-Popo... Na, du kannst den Elefanten ein individuelles und erfüllsames Sexualleben nicht einfach so ohne weiteres absprechen. Das mag ja sein, ja. Aber warum ist das in deinem Kopf? Das weiß ich nicht. In meinem Kopf sind so einige Sachen gerade, die da nicht hingehören. Ich habe einen Bischof van Elst Gedächtnisbier.
Das muss ja üppig sein. Ja, da ist auf jeden Fall eine Menge Geld reingeflossen. Das sieht, guck mal, wie das aussieht. Oder, aber ich meine, da ist ja, Gold drin. Der ist halt auch, naja. Guck mal, da unten, Goldflocken. Der ist halt auch bekannt dafür, dass er Kann man das trinken? Das ist aber dekadent. Man kann nicht wirklich jetzt Gold trinken, oder? Ich habe keine Ahnung, aber der ist ja bekannt dafür, dass er auch damals dieses vergoldete Klo, das heißt, es könnte auch Stuhl sein. Schäumt auf jeden Fall schon mal ganz gut, der Stuhl. Ich habe gelernt, dass es Gushing heißt, wenn du eine Bierflasche aufmachst, ja, und die so also vor sich hinschäumt. Wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, wecken Sie den Präsidenten. Sehr schön, allerdings nicht onstage konsumierbar, wenn ich das richtig sehe. Hier handelt es sich um ein Glas. Oh, das ist Orangenmarmelade, sehr geil. Das ist Orangenmarmelade. Ja, super. Besser noch. Marmelade. Martelade. Mit Mate-Geschmack. Wir brauchen Brot. Oh. Oh, jetzt guckt ihr mal das Logo an. Bringt dem Tim Brot. Mit Pesthörnchen drauf. Es gibt sogar Brot. Jetzt noch ein Messer und wir sind im Programm. Bringt hier Messer. Bringt Messer. Jungfrauen. Bringt Jungfrauen. Mann bringe. Ja. Ah, nur ein Messer. Schmierst mir eine Stulle. Ja, gleich da, hier, da. Derweil trinke ich Gold. Oh, Mate Gold. Das ist Goldfinger. Ist das, ich ne? meine, also. Nun, Mr. Bunt hat. Schnurr. Bevor ich sie töte. Schnurr. Nun, Mr. Bunt, welche Stadt wollen wir vernichten? Paris? Rom? Nein, Mr. Bunt. London. Oh Mann. So. Ich wäre ja gerne Auric Goldfinger gewesen, aber. Schmierst ja mir jetzt eine Stulle? Ja, ja. Ich dachte mir nur, wenn ich jetzt hier eine Stulle schmiere, dann muss ich ja irgendwie. Warte mal. Das war eben schon im Fernsehen. Können wir ja mal hier irgendwie ein bisschen was einspielen. Mal ein paar aktuelle Forderungen hier. Ich hoffe, wir sind hier noch on. Es brummt nur ein bisschen. Wir haben die Nase in. Wir fordern den Rücktritt aller Bundesregierungen europaweit. Und teilt dieses Video. Teilt es. Nur ein einziges Mal. Hört auf mich. Teilt dieses Video. Wir fordern den Rücktritt aller Bundesregierungen europaweit. Ich denke, ich spreche für viele Leute, wenn ich das so sagen darf. Nun, Mr. Bunt. Haben wir nicht schon genug gesehen? Haben wir die Schnauze nicht endgültig voll von dieser Regierung? Ich wiederhole nochmal, wir fordern den Rücktritt der Bundesregierung. Und teilt dieses Video, teilt es einfach, verbreitet es im Internet. Und für die Leute, die es nicht kapieren wollen, tretet zurück, liebe Bundesregierung. Ihr sollt zurücktreten. Wir brauchen euch nicht mehr. Und das Geldsystem brauchen wir auch nicht. Wir verlangen ein neues Geldsystem auch noch. Wer meiner Meinung ist, teilt dieses Video. Einmal wiederhole ich es noch. Dreht zurück, liebe Bundesregierung. Liebe Bundesregierung. Wir fordern, dass ihr zurücktretet. Wir fordern ein neues System. Ein neues Geldsystem, ein neues Rechtssystem, weil das bisherige ist total kacke. Entschuldigung für diese Ausdrucksweise. Seid ihr denn so unfähig, dass ihr es nicht könnt? Ihr könnt alles, aber ihr habt nur Krieg im Kopf und Geld. Geld und Krieg. Wir sollen die Schulden für euch bezahlen. Wie kommen wir denn dazu? Steht da oben dumm oder so irgendetwas? Ich bin dankbar dafür, dass ihr dieses Video teilt. Wer meiner Meinung ist, teilt es einfach. Ohne nachzufragen. Danke fürs Zuhören. Bitte.
Oh Gott. Das Schlimme ist ja, der meint das ernst. Ja. Doch. Ja. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann teilt diesen Podcast. Jetzt. Und? Entschuldigung, ich habe einen Mund voll. Ja, du hast den Mund ganz schön vollgenommen. Mhm. Wie es deine Art ist. Martelade. Ich mag ja Orangenmarmelade. Ich auch. Wobei die so ein bisschen flüssig ist. Suppt ein wenig. Natürlich magst du Orangenmarmelade. Schließlich bist du Ausländer. Ja. I've seen that coming. Au, oh, verdammt. Ja. Ah. Das, pass auf, das läuft hinten runter. Das ist so reif. Ich auch. Muss aber. Hm. Das hassen sie. Ist gut. Mm. Ja, also wenn du diese Marmelade magst. Schmatzen wir eigentlich hinreichend? Lieber Heugi, teile sie. Mm. Ich finde ja das Wort teilen, finde ich ja, ich bin ja ein bisschen auf dem Kriegsfuß mit dem Wort teilen. Ja, das ist halt sowas, als was Geschwister machen. Als ob es Besseres gegeben hätte. Share. Teilen. Ich meine, mal ehrlich, wärst du da drauf gekommen? Ich war so ein bisschen verstört. Nee. Weil früher gab es das ja nicht. Nee, ich bin auch Einzelkind. Ja. Und? Da teilst du halt nicht. Ja. Gar nicht Videos. Ja. Hier klebt alles. Ja, stimmt. Mit ein bisschen Brot hier zum Abwischen. Mhm. Bitte. Danke. Teilen. Also ich weiß nicht, vielleicht läuft bei mir irgendwas schief, aber ich komme mit diesem Wort nicht klar. Teilen. Teilen ist für mich in zwei Hälften schneiden. Ja, aber geteilte ist Freude ist halbe Freude. Also ich weiß nicht, ich würde diesen Vorgang, wenn ich etwas jemand anderen zum wird das eigentlich Konsum anbiete, nicht teilen nennen. Sondern? Hab keine gute Antwort, aber teilen ist es einfach nicht. Das ist so wie. Warum? Das sind so. Warum fängst du überhaupt damit an, wenn du keine gute Antwort hast? Ja, aber ich meine, ich muss da nicht immer eine bessere Antwort haben, nur wenn ich verstört bin. Wenn irgendwie Miserior Weihnachten große Plakate hinhängt und sagt, brich dem Hungrigen dein Brot. Das haben die nicht wirklich da hingehängt. Doch! Heißt das, dass wir jetzt rausgehen und Penner ankotzen? Ich weiß nicht, was Sie dabei gedacht haben. Das muss doch falsch schlecht sein. Übersetzt. Schmierst du mir noch eine Stulle? Und das mit dem Teilen ist auch irgendwie schlecht übersetzt. Ja, mache ich. Früher war auch mehr Essen. Ja. Mhm. War ich schon durch mit den Geschenken? Nee! Oh, in dem was ist das? Oh. Oh. Guck mal. Was ist denn das? Ja, mach mal. Okay. Ich schmier dir noch mal eine Stulle. Falls nee, brauchst du nicht. Ich habe jetzt, was, jetzt, ich hab jetzt die Schoki alleine aufessen oder was? Ist auf meinem Tisch. Da. Ich würde sagen, wisst ihr, also ich meine, ich lasse dich auch mal mit meinem Tacker. Das ist kein Tacker, das ist eine Heftzange. Ja. Du Schwein. Hast ja recht. Hast du nie verwunden, oder? Nee. Ja. Diese Schmerzen, die spüre ich heute noch in der Hüfte. Ja. Der ist ganz gut, der Tacker. Mhm. Und? Sind Erdbeeren drauf? Ach so. Ja? Ist halt Jogurette in irgendwie. Ach komm. Jogurette in Berlin-Mitte. Halt. Nee, wo wohnst du? Im Osten. Ich wohne im Osten. So. Da blickt man nach vorn, heißt es. Überholen ohne ein. Nee, ich hab. Danke. Ach so, jetzt bist du dir zu fein hier für Mate. Na toll, jetzt hab ich mir ja alles zusammengeschmiert. Na, gib her, da. Komm. Nee, jetzt ich will ja nicht so sein. Ich auch nicht. Aber nur einmal. Das Problem mit dieser Erdbeerschokolade ist, die Erdbeeren sind halt, das sind halt getrocknete Erdbeeren. Ja. Und jetzt was? Du kaust dir halt einen Wolf. Viel Spaß. Und während du dir den Wolf kaust. Kompromittierendes Material aus dem Internet. Ja, aber. Ignoriere es einfach. Ich würde das auf den Mund. Was? Probier mal hier. Ja. Du kaust dir halt einen Wolf an den Erdbeeren und während du. Ach, da ist ein Stück ohne Erdbeeren. Ja. Und während du dir an den Erdbeeren den Wolf kaust, was mir nicht passiert, weil ich das Stück ohne Erdbeeren gefunden habe,
verschwindet halt die Schokolade unterhalb. Wusstest du übrigens, dass eine Erdbeere gar keine Beere ist? Das ist eine Nuss. Eine Steinfrucht. Das ist dasselbe. Ja. Kennst du eine, kennst du alle. Aber eine Banane ist eine Beere. Ach du Scheiße. Das ist so. Ich verliere halt gerade die Fassung. Ja, das ist gut. Ne? Und das Publikum ist immer noch nicht weg. Nee. Nee. Wir tun ja alles dafür, aber irgendwie. Wie sieht es hier überhaupt aus? Das ist schlimm. Das klebt alles. Wie sieht es aus wie in der Metaebene? Ja. Ja, vielleicht sollten wir auch für unsere überraschten Hörer, die diese Sendung. Du glaubst wirklich, das hätte irgendwen überrascht? Ja, die hier nicht, aber die anderen Leute, die das im Feed vorfinden, einfach so unangekündigt, die sind natürlich schon überrascht. Und ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon erwähnt haben, wo wir sind. Nee, aber ich finde, wir. Ja? Nee, aber vielleicht sollten wir das auch einfach lassen, sonst kommen die. Das ist ja jetzt eh egal. Die kommen uns zu holen. Kommt ja gar keiner mehr rein. Es werden wieder Menschen abgeholt. Genau, also wir müssen das etwas kontextualisieren. Also es ist ja wahrscheinlich. Was müssen wir das? Kontextualisieren. Also. Kontextualisieren, sagt man, wenn man sagt erklären, aber man möchte dabei total klug rüberkommen. Ja. Deswegen kontextualisiere ich das mal für dich. Mach mal. Und für die Hörer, dass wir auf dem 31. Chaos Communication Kongress sind in Hamburg. Und dort sind wir im, wie es so schön heißt, Garderobenfoyer 1. Ja, warum steht das hier nicht? Warum steht hier nicht Garderobenfoyer 1? Wir hatten das ja erst stehen, aber es war. Hast du gesehen, dass ich was gespuckt habe gerade? Nee. Das ignoriere ich ja immer. Nee, ich meinte nicht inhaltlich, ich meinte strukturell. Ach so. Du hast strukturell gespuckt? Hm? Strukturelle Spuckung. Aha. Was ist das? Spucki. Der Staubsauger. Genau. Ja, ich probiere jetzt auch mal hier diese Schoki, weil ich finde das ja eigentlich ganz reizend. Nix mit Erdbeere, das ist echt anstrengend. Ja, wieso? Ich meine, man muss ja auch was trauen, ne? Hier steht Clément drauf. Clément. Genau, und wir sind im Sendezentrum. Das hast du bestimmt auch schon mal in einem anderen Podcast erklärt heute, oder? Nee. Ja? Worüber habt ihr euch überhaupt unterhalten? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ja. Worüber unterhaltet ihr euch generell da in dem Podcast? Ich habe auch da nicht die leiseste Ahnung. Gelegentlich lesen wir das Wetter vor. Mit Gott oder ohne? Wenn er uns schützt. Tut er das? Keine Ahnung. Zu wenig Alkohol. Kann ich die Schoki nochmal haben? Wir haben ja sonst nichts. Ja. Nee, ich mag die schon. Das ist halt nur wahnsinnig anstrengend, das mit dem. Aber hier sind ja keine Erdbeeren. Oh. Mit der Steinfrucht. Hier sind keine Steinfrüchte drauf. Ja, die Erdbeere ist so ein bisschen von innen nach außen. Ja, die trägt sozusagen ihre Kerne außen. Das ist faszinierend. Während die anderen halt alles so drin haben. Ja. Das Pudelskern stellt den Hund vor, wo irgendwie so 100 Herzen drumherum sind. Das ist eine Erdbeere. Ja, jetzt, wo du es sagst, ne? Fällt es mir auch auf. Da genießt man dann das auch gleich auch wieder ganz anders mit der Erdbeermarmelade. Die Erdbeere ist ja überhaupt sehr populär, wie ich auch finde, zu Recht. Ist irgendwie eine korrekte Steinfrucht. Obst. Das ist eine korrekte Obst. Das ist korrekte Obst. Auf jeden Fall. So, was machen wir, wenn wir das Ganze übrigens rausgeben? Irgendwie gelegentlich mal dieses Messer aus der Marmelade nehmen, bitte. Warum? Ich finde, das hat irgendwie so was Aggressives. Danke. Jetzt haben wir immer noch kein gutes Wort für Teilen gefunden. Oh, Clemens, für was? Gerade eine Anmerkung. Jetzt guckt er wieder im Internet rein. Was? Was? Das ist nicht im Internet, das ist in meinem Telefon. Das ist was ganz anderes. Teilen. Jeder, der zwei hat, soll demjenigen, der nur eins hat, eins geben, damit er auch zwei hat. Lattenzaun, Prost. Wer hat das geschrieben? Clemens. Kann er sich mal melden? Ja, der hat sich ja gerade gemeldet. Nee, ich meine, also um sich einen abzuholen. Einen was abzuholen? Das wird er dann schon sehen. Ja, Clemens ist wieder in der Ferne und schaut sich das Ganze jetzt über das Internet an. Bestimmt über IPv6. Du willst mir jetzt wieder irgendwie sowas erzählen? Nee, okay. Das will ich ja niemals tun. Dann esse ich noch eine Schuppe. Oh, no. Hier. Ja. Nimm. Und jetzt? Was machen wir denn jetzt mit dem Kongress? Also ich meine, entweder... Ich habe ja immer noch Hoffnung, dass sie irgendwann alle einfach gehen und wir nur noch hier sitzen. Ja, ich denke mir das einfach die ganze Zeit dafür. Achso, ich habe übrigens das Bischof von Elst Gedächtnisbier noch überhaupt nicht. Da steht übrigens noch YOLO drauf. Ja.
schön. Das ist schon sehr passend. Was ich wurde übrigens vorhin noch von einem Hörer angesprochen, der mir viel besser finde, ist, dass das Kreuz umgedreht ist. Jetzt guck mal her, die Goldflocke. Satan. Satanas. Sehr hübsch. Also mir wurde berichtet, dass es mittlerweile eine sehr aktive Hobbybrauer Community gibt, die sich ja auch hier irgendwo tummelt. Es gab hier irgendwie ein so ein Hobbybrauertreffen. Ein Workshop sogar. Mhm. Ja, genau. Da wird fleißig gebraut. Ich bin aber lieber zu denen gegangen, die Waffeln gebacken haben. Oh. Komisch. Das ist wirklich, ich meine, wie viel Gold ist denn das? Nix. Blattgold? Was heißt Blattgold? Blattgold ist wirklich minimal. Also das ist, das wird gehämmert ohne Ende, bis es, also das hat fast keinen Wert. Ja, aber da ist doch bestimmt der CO2-Balance dann irgendwie nicht okay. Du meinst, weil der Typ, der das gehämmert hat, so geschwitzt hat? Ja. Eben. Das war irgendwie. Das hat sich abgesetzt. Du musst das. Was? Schütteln. Auf. Damit ich auch genug Blattgold einnehme. Und was passiert dann mit mir, wenn ich das Blattgold. Das ist jetzt die Frage. Also, wenn du die Verschwörungstheoretiker fragst. Nee, das ist mit Silber. Puff. Entschuldige. Trottel. Guck mal. Ja, auch keine Ahnung. Guck mal her. Oh. Ja. Kann ich jetzt mein Goldbier Nein, wieder... Nein, ich muss es erst mal trinken. Ich hoffe, das macht auch ordentlich betrunken. Weil ich habe keine Ahnung, ich bin so schon betrunken. Ein bisschen Sorgen um meinen Pegel. Ich dachte ja, ich falle gleich vom Stuhl, wo so besoffen bin ich. Aber Pegel, bisher so geht es alles Ding noch. Da. Ja, also in seinem Jacke habe ich jetzt ganz gut durchgestanden eigentlich. Aber ich habe auch durchaus noch hier Freude mit dem Stout. Das ist schon gut. Schon sehr hübsch. Mit äthiopischem Kaffee. Ich fand es etwas lasch. Da kommt es ja her, ne? Naja, was heißt denn lasch? Der Brite braut ja anders, ne? Der Brite der isst auch den ganzen Tag Weißbrot der ohne Rinde. Der auch anders. Das machen fast alle Völker dieser Erde. Na, richtig, Brot gibt es ja eigentlich nur in Deutschland und in der Schweiz, soweit ich informiert bin. Oder ist Österreich auch schon mit im Brot? Ich habe jetzt gerade echt den Überblick verloren, aber mach mal weiter. Ich würde sagen, die deutschsprachigen Regionen, die halten sich noch relativ gut und der Rest schwächelt, was das Brot betrifft. Und den gemeinen Deutschen treibt es ja dann schon schnell ich um. Ich glaube, ich hätte weniger schlafen ist, ne? sollen, und also mehr nicht schlafen und weniger saufen. Dann hättest du auch so gute Ideen wie ich. Nee, dann könnte ich dir jetzt auch nur ansatzweise folgen. Aber naja, ich meine, ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Affinität zu richtigem Brot so vorherrscht in anderen Ländern. Haben wir nicht gerade noch über Alkohol geredet? Naja, und Brot und Bier, das ist ja fast das Gleiche. Ja, ernsthaft? Ja, fast. Ja, also man hat das Bier entdeckt beim Brotmachen. Ja. Weil es dieselben Ingredienzien sind und dann stand halt der eine Eimer, der stand dann halt irgendwie rum und hat so ein bisschen vor sich hingegärt und da war es dann irgendwann Bier. Kann auch sein, dass sie dieses Brot beim Biermachen entdeckt haben. Ja. Ich finde das auch wesentlich plausibler, weil... Stimmt. Ich meine, bevor ich satt werden will, will ich doch besoffen werden. Schmierst mir noch eine Stulle? Ja, weiß nicht. Aber wir sind jetzt, glaube ich, auch langsam am Ende angekommen, oder? An welchem? Am Themenende. Ja, weil Themen hatten... Sendungsende. Ich glaube, wir hatten auch schon seit Stunden keine Themen. Aber schmierst mir... Ja, ich schmier dir noch eine Stulle. Wie was war denn das für ein fieser Batzen, der da auf dem Messer war gerade? Batzen? Batzen. Das hast du nicht gesehen. Okay. Das sind nicht die Essensreste. Das sind nicht die Ruinen, die... Nein. Die kleine oder die große? Ja. Mhm. Uiuiuiuiui. Das ist schon lecker. Also ich finde es immer wieder erstaunlich, was man einem so an Beschleunigung geben kann, wenn man nur Mate reintut. Ne? Also Mate geht ja irgendwie mit allem. Ich finde, dass das mit Koks noch viel besser geht. Wieso haben wir eigentlich keine Drogengeschenke? Ich habe nicht leise. Wieso haben wir eigentlich keine Drogengeschenke? Früher waren mir weiße Briefbögen. Naja, nee, das, ich habe dann irgendwann hier rausgefunden, dass wir haben ja jahrelang darüber geredet, dass wir gerne diskrete Umschläge von deren Inhalt man nicht sprechen kann hätten. Haben wir doch auch bekommen. Ja, aber die meisten scheinen angenommen zu haben, dass wir damit gemeint haben, dass wir Umschläge mit Drogen drin haben wollten. Es ging halt nur um Geld. Ach so. Naja, hast dich ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Wir sind halt billiger, als ihr glaubt. Weil Drogen keinen Mehrwert haben. Genau. Ich hätte gern die kleinere.
Genau. Clement ja, betont, dass er tatsächlich... Ich hätte gerne die andere. Aber die habe ich doch jetzt gar nicht bestrichen. Darum hätte ich sie gern. Ach toll. Na super, dann esse ich die Marmelade und du isst Trockenbrot. Dann machst du dir selbst, komm. Los, alle mach ich doch zu. Eh schon immer. Ja, ich hole mir noch ein bisschen von deinem Goldbier. Ich habe das Gefühl, dass ich hier gerade irgendwie verloren habe. Jetzt sag doch mal, was wir mit dem Kongress machen sollen. Also der Kongress kann jetzt hier irgendwie nicht mehr stattfinden. Da haben wir irgendwie mindestens... Was ist, wie kriegst du... Alles okay. Ja, was? Also, nee, alles ist super. Alles ist ich kann dir für einen guten Preis eine Schulung anbieten. Ich will nach Hause. Fuck, und, ich wohne ja hier nicht. Ja, also entweder man lässt den Kongress komplett sein. Das funktioniert bestimmt super. Das ist total gut. Ja. Das wäre eigentlich mal ein super Fnord. Sich irgendwie für echt teuer Geld im Radisson einbuchen und nicht hier hingehen. Und dann Hütchenspieler auf dem Platz. Und hinterher machen. Drüber reden. Ah. Ja, also das ist irgendwie schon mal verstörend, weil die Leute wissen ja dann nicht mehr, was sie tun sollen. Und vor allem haben sie keine Ausrede mehr, um ihre Weihnachtsfestivitäten zu verlassen. Ja, das ja doch, wieso? Ich habe im Radisson gebucht, das kann ich jetzt nicht verfallen lassen. Das funktioniert aber auch nur einmal und dann ist Schluss. No? Und ja, die andere Möglichkeit ist, man geht in irgendeine triste Messehalle. Genau. Das ist bestimmt schön. Es wäre halt auch ein Fnord, wenn der ganze Kongress dahin gehen würde, wo die Cebit früher war. Ist die an oder ist sie noch? Ach, du meinst das Hannover Messegelände? Das wäre doch mal total geil, oder? Wo früher die Cebit war. Wieso, wie früher die Cebit? Die Cebit gibt's noch. Nein. Das wüsste ich aber. Du meinst Halle 1. Du redest von einer Halle, du redest nicht von der gesamten Messe. Warum sollte es denn noch eine Cebit geben? Jetzt echt mal. Es gibt noch eine Cebit. Nein. Doch, die Cebit, die wird explizit dafür veranstaltet, damit die Bundeskanzlerin ihre neue IT-Strategie bekannt geben kann. Okay, aber das kann man halt auch irgendwo in Berlin machen. Ja, machen sie aber nicht, machen sie in Hannover. Woher willst du denn das wissen? Ja, weiß ich, ich bin ja aus Hannover. Ich komme davon weg. Ja, aber nee, aber nee. Ich bin ja groß geworden in der Hannover Messe. Nur weil du in Hannover groß geworden bist, heißt das noch lange nicht, dass das nicht ein Fake ist, der irgendwo in Berlin inszeniert wird. Also, Berlin ist ja alles schön und gut, ne? Aber Messe können sie nicht. Messe können sie mal gar nicht. Das können überhaupt die meisten nicht. Entschuldige, Messe können sie auch nicht. Ja, die können nicht mal Messe. Ja. Das fand ich so schockierend. Ich meine, in Hannover, auf der Hannover Messe, also die ja nicht... Also die heißt mal, also Hannover Messe heißt ja eine Messe, aber die Firma, die die Hannover Messe macht, heißt Deutsche Messe AG, Messe.de. Ja, nicht irgendwie so Frankfurter Messe oder so ein Kram. Nee, ist einfach so TM. So, ja, wir sind die Messe, Deutsche Messe AG. Da haben sie schon mal ganz gut dran gearbeitet. Und die waren mal echt weit vorn. Das macht man sich gar nicht klar. Ja, aber das ist über 10 Jahre her. Nee, das ist sogar schon länger her. Die waren. Ich sag ja über. Ja, aber ich finde das anerkennenswert. Also nein. In den 80er Jahren. Lach nicht über die 80er. Also, als die Menschen noch schmale Lederkrawatten zu Polohemden getragen haben. Ja, bitte noch weiter. Das macht fertig. Kommt die mit den 80ern? Ja. Ja, ich meine, man muss ja auch mal da anfangen, wo es angefangen hat. Ja, siehst du den ernsten Gesichtsausdruck? Total. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wann hat die Cebit angefangen? Also die Cebit war ja... Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, wo du hin wolltest? Ja. Krass. Ja, ja, ich kann also einiges. Hast du irgendwie, das klebt hier alles. Ja, ich weiß. Okay. Wo ist eigentlich das Hanklefeucht, wenn man es mal wirklich braucht? Ja. Evian. Das ist kein Hanklefeucht, das ist eine Flasche Wasser. Ja, nee, nicht hier so halbe Sachen. Auf jeden Fall fing das ja alles an mit der Hannover Messe. Und die Hannover Messe, du erinnerst dich, ist die wichtigste deutsche Industriemesse. Ja, mit den Baggern. Die mit den Baggern, genau, und den Kränen. Und das war sie lange Zeit. Und irgendwann hat natürlich dann auch die Informationstechnologie dort Fuß gefasst. Und wie es so die Art dieser Deutschen Messe AG ist, und das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend. Also es ist ein Laden, die nehmen einfach keine Gefangenen. Und du verstehst, was ich meine. Nein. Dachte ich mir. Erklär. No prisoners.
Auch auf Englisch verstehe ich. Naja, wenn man halt keine, wenn man halt keine Gefangenen nimmt, dann nimmt man halt die Maximallösung. Ich, da wird einfach draufgehalten. Keine Gefangenen. Mein Gott, ich kann ja doch so grundlegende Dinge menschlicher Kulturerkenntnis nicht auch noch reinschieben. Nee, hast du auch nie machen müssen. Ja. Auf jeden Fall haben sie dann eine Halle dafür gebaut. Mm. Die mal eben, und da sind sie auch echt gut drin. Ich glaube, die haben so an die 30 Weltrekorde aufgestellt, allein mit ihrem Messegelände. Unter anderem die größte Messehalle der Welt. Das war Halle 1. Die sogenannte CeBIT-Messehalle. Laser. Genau. Und das war dann auch so weird, weil natürlich diese ganzen großen Unternehmen, die damals so hip waren, so IBM, Xerox und so weiter, die haben sich da, die haben sich da nicht nur einen Messestand gebaut, die haben sich da einen Messestand gekauft. Der blieb da das ganze Jahr drin. Diese Halle existierte das ganze Jahr nur, um eine Woche pro Jahr betrieben zu werden. Gibt's das noch? Ja. Also ich bin mir gar nicht. Kann man da hingehen, so wie so irgendwie in so. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, welche Schicksale es so nochmal. Ich habe nur gehört, dass sie das jetzt dann mal im alten mal olympischen Dorf draußen. Ja, so ist das so, wo man so durch Ruinen marschiert. Genau. Und also es war Fotos über Jahre hinweg, ich habe das ja verfolgt damals, war das so, dass die Messestände waren immer an derselben Stelle und sahen halt im Wesentlichen, also von ihrer Struktur und Größe, einfach immer gleich aus. Der IBM-Stand, der Xerox-Stand, etc. pp. Und halt so Sperry und so, irgendwie so Firmen, die man heute nicht mehr kennt. Und ja, die hatten das dann gekauft. Und Entschuldige. Und die hatten das dann auch gleich mit so einer. Hast du gerade einen Firmennamen gesagt, den man heute nicht mehr kennt? Weil ich da gab es so einige. Okay. Ja. Sperry? Was ist Sperry? Ja, die haben mal so Computer gebaut. Hab ich nie gehört. Ja, eben. Hm. Die hießen dann später Unisys. Das kennst du heute auch nicht. Das habe ich schon mal gehört. Echt? Mhm. Ja. Die haben sich nämlich, Sperry hat sich mit irgendjemandem vereinigt und dann hießen sie, und dann gab es noch Bull und Honeywell. Das sind ganz Bull habe ich auch mal gehört. Das ist jetzt wirklich alte Scheiße. Das Coole ist, die hatten also dann sozusagen eine relativ hohe Halle auch. Das war so eine, ja gut, alle Messehallen sind hoch, die waren hoch, aber die waren auch alle so zweistöckig gebaut. Also die hatten halt unten immer sozusagen den Empfangsbereich und oben hatten sie sozusagen so schon mal so ihre Spezialbehandlung für ihre Kunden. Und da war das ja dann immer so unser Hack damals, auch so der Chaos Computer Club ist ja immer ganz gerne eingeritten und hat sich irgendwie so umfangreich mit Pressetickets ausgestattet. Also es war immer so der Sport eigentlich zu jeder CeBIT immer aufzutauchen und der ganze CCC hatte einfach so komplett Pressetickets organisiert. Wir haben es irgendwie immer hinbekommen, so mit Datenschleuder und so. Und die Ziele waren halt alle Partys mitnehmen und vor allem am Samstag die Pressegala. Da musste man auf jeden Fall rein. Das war gab's sozusagen hinterher Geschenke? Punkte. Naja, gab es einfach mal gutes Essen und man war halt da. Ja, also es war halt einfach maximale halt Punktzahl und irgendwie drei Buchstaben Highscore-Liste. Und naja, Halle 1 war halt nicht nur so die Halle unten, sondern oben auf dem Dach gab es dann noch so komische Bumszelte. Also die hatten da so... Wurde da gebumst? Ich kann, also weiß ich nicht, vielleicht wurden auch Verträge unterschrieben, aber die waren irgendwie so, weiß ich nicht, die sahen ganz gut ausgestattet aus. Entschuldige kurz, kann ich die Stulle haben? Ja, du hast ja echt Hunger, wa? Dann nö, ich die Stulle. Nö, überhaupt nicht, aber danke. Also auf jeden Fall hatten sie oben so komische zeltartige Gebilde oben auf der Halle drauf, die dann den einzelnen Unternehmen auch zugeordnet waren. Da gab es also so ein Bumszelt für Siemens, Bumszelt für IBM. Ja. So war das. Und irgendwann wurde es immer größer, und dann hat es nicht mehr reingepasst. Und dann haben sie Halle 3, Halle 4 noch dazu genommen. Hm. Und irgendwann war dann gut, und dann haben sie halt gesagt, CeBIT ist jetzt eine eigene Messe. Also CeBIT, die Messe, war früher CeBIT die Halle. Mhm. Wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber ich habe gelernt, im Vollmund nicht zu sprechen, aus dem läuft mir den Finger runter und das auf jeden klebt Fall, wieder alles. Der Club hat es dann aktiv übertrieben. Es gab irgendwie so ein Mitglied, der hat dann sozusagen diese Presseverehrung, die so einem Messe AG und auch die ganzen Unternehmen auf solchen Events damals entgegengebracht haben, so weit ausgereizt, dass er dann mit seinem Wohnmobil auf dem Presseparkplatz geparkt hat und da sich sozusagen die Hotelkosten gespart hat. Das haben sie gerade noch mitgenommen. Aber weißt du, wo die Sache dann echt aus dem Fugen geraten ist? Als er dann morgens aus seinem Wohnmobil im Bademantel in die Halle 1 reingelaufen ist und oben irgendwie bei den Firmen irgendwie auch noch in die Duschkabine reingegangen ist. Das war dann ein bisschen auffällig. Was Gutes? Nee. Okay. Weil ich sehe, es war keine Namen. Aber ein verdienter Mitstreiter der damaligen Zeit war Münchner, so viel kann ich sagen. Bayer. Mit breiten Akzent. Das lässt mich mit einer Frage jetzt noch zurück. Ob ich dir noch ein Brot machen kann? Nee, haben wir noch Themen? Ja, naja, wir werden ja noch nicht ganz durch mit der CeBIT. Das ist nämlich eigentlich ganz lustig, ne?
Wir haben da ja du kannst da noch drüber? Wir haben ja so einigen Schabernack gemacht. Ich musste mir das gerade jetzt alles selber erstmal wieder wachrufen. Ich habe das nicht so vorbereitet. Auf jeden Fall haben wir da immer Unfug angestellt. Irgendwann haben wir mal den Telekom-Stand auseinandergeschraubt. Das fanden die auch nicht geil. Die hatten irgendwie so... geschraubt? Sowas, ja, naja, die haben sich halt so einen Messestand, weißt du, wie das immer so ist auf so einer Messe, da muss man ja immer so, hey, ja, unser Messestand und so, der geilste und so. Das ging ja irgendwie so ein bisschen in die 80er Jahre, ging das mal rein. Jetzt weiß ich auch wieder, wie ich drauf gekommen bin. Ich schließe die Klammer auch gleich wieder. Erstmal das mit dem Messestand. Und wir haben uns dann immer dienstags auf der CeBIT getroffen, das war dann sozusagen der CeBIT-Treff und das war dann traditionell immer auf dem Telekom-Stand. Das heißt, irgendwie der ganze Club ist irgendwie auf dem Telekom-Stand eingeritten und irgendwie alle waren total nervös. Ja, die haben dann immer versucht, sie lieb Kind zu machen, aber eigentlich hatten sie Angst. Und das war dann halt auch so ein Verhältnis, was eigentlich so ein bisschen mit Respekt ausgestattet war, bis dann irgendwie sie diesen Stand gebaut haben, der so ein bisschen aussah wie so Fischertechnik, wo sie irgendwie so alles aus so Stahlstreben, die zusammengebaut war, gemacht haben. Und weiß ich, irgendwie waren auf jeden Fall eine ganze Menge Schraubenschlüssel auf einmal unterwegs und der ganze Stand wurde dann irgendwie auseinandergeschraubt. Das fanden die gar nicht lustig. Da wurde es dann so ein bisschen schwierig. Ja, wurde es ein bisschen schwierig. Wir haben dann immer irgendwie einen Preis verliehen. Ah, das hat sich ja irgendwann durchgetreten. Dann sind wir von der Telekom weg, weil das war dann irgendwann langweilig. Aber wir versucht mal, Microsoft haben wir, glaube ich, mal einen Preis gegeben. Was war denn das nochmal? Irgendwas Beklopptes. Weiß nicht mehr. Irgend so ein Deppenpreis. Den wollten sie erst gar nicht haben. Aber dann waren sie irgendwie ganz cool, haben sie den doch genommen. Ich weiß nicht mehr. Genau. Und Pluto ist irgendwie im Pinguin-Kostüm irgendwie über den Microsoft-Stand Pluto. Gelaufen. Ja. Der Pluto. Ja. Wie auch immer, auf jeden Fall, das waren so diese Zeiten, bis das irgendwann überhaupt nicht mehr interessant war. Man kann dann noch erwähnen, dass hier der Föbot, der sich ja jetzt hier Digital Courage nennt, damals ganz umtriebig war. Und dann gab es nämlich noch so eine Halle, die hieß Chancen 2000. Geil, oder? Jäger 90. Ja, genau. Chancen 2000. Und das war irgendwie von Nordrhein-Westfalen bezahlt, also von dem Bundesland. So eine kleine Extrade, die gibt es mittlerweile nicht mehr, wo nur so, naja, so NGO-artige Projekte dann auch noch ihren Platz bekommen durften. Mhm. So halt, um mal das mit den Chancen auch nochmal auszuprobieren. Und das war ganz cool, da hat sich irgendwie der Filmbot dann immer schön breit gemacht und wir haben eigentlich die ganze Halle geowned. Das war dann super zentral, also das war so wirklich die Hochzeit, weil wir hatten im Prinzip unsere eigene Halle auf der CeBIT, wo alle Informationen immer zusammenfließen, flossen und am Schluss wurde dann von Padelun, der sogenannte Messeigel, zelebriert. Ist er mit Matt? Nee. Ja. Ah. Schade. Nee, der Messeigel, ich weiß auch nicht, wie es zu diesem Namen kam, aber auf jeden Fall lief es darauf hinaus, dass dann um 18 Uhr alle Leute, also von Tag zu Tag wurden es dann immer mehr, bis es dann wirklich alle Leute, die in dieser Halle waren, die jetzt so eine Dimension hatte von, keine Ahnung, eine kleinere Halle auf jeden Fall, passt ein paar hundert Leute rein. Und die reihten sich dann in einem großen Kreis auf. Man fasste sich sozusagen an den Händen. Es war ein Kreis, den ich dann auch bisweilen auch noch etwas koordiniert habe. Ich bin dann so mit Rollerblades drüber rumgefahren, damit er auch Kreis ist, dass er rund ist. Weil ein Kreis, der nicht rund ist, ist ja kein Kreis. Und ich habe das koordiniert. Ich war der Kreiskoordinator. Und dann, wenn der Kreis rund war... Ich bewundere dich innerlich. Ja, das ist schön. Und dann hub Padelun dann immer auf, so, was wollen wir? Und alle antworten, Mauam. Weh? Ich muss dann nochmal nachdenken. Ja, denk mal nach. Nee, Entschuldigung. Ich fang nochmal von vorne an. Bist du dir eigentlich im Klaren darüber, dass du gerade die Pointe verkackt hast? Nee, noch nicht. Okay. Wie sind wir noch nicht im Klaren darüber? Oder hast du wie sind wir? Und die ganze Halle antwortete, Spitze! Was wollen wir? Umsatz! Umsatz! Und da beklatschte man sich schön und der Tag war gelaufen. Dann wurden noch die Party-Tipps verteilt und ab auf die Party. Also CeBIT war super. Ja. 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 Hat Spaß. Ja. Aber irgendwann war langweilig. Ja, aber das ist... Das war der Messeigel. Das ist schön. Ja. Voll durchkoordiniert auch. Hier klebt alles. Ja, ich weiß auch, es ist eine Sauerei. Immer Hause, ein Schlachtfeld. Das ist schlimm. Naja, auf jeden Fall noch eine Sache mit der CeBIT. Bitte. Ja. Warum die so innovativ waren. Was mich wirklich beeindruckt hat. Also in diesen ominösen 80er und frühen 90er Jahren. Ich glaube, es waren die frühen 90er Jahre. Also da war die CeBIT schon seine eigene Messe. Du konntest halt da hingehen und es gab damals kein Internet. Kein World Wide Web, nix dergleichen. War einfach
nicht Realität. Aber wenn du halt wissen wolltest, wo kriege ich irgendwie Laserdrucker, okay, Laserdrucker gab es auch noch nicht, aber wo kriege ich Matrixdrucker, ja, dann konntest du da zu einem Terminal hingehen und ernsthaft wirklich Kategorien auswählen und dann druckte dir das Ding irgendwie so zwei so halb in der vier Seiten endlos Papier zum Abreißen aus, wo alle Firmen, die diese Produkte registriert hatten, gelistet waren, sortiert nach Hallen, so dass du das auch ablaufen konntest. Ja. Eine echte großartige Hilfe. Ohne Personal. 10 Jahre später bin ich dann zur AMK gegangen, zur Messe in Berlin. Gehe so zum Infocounter und meine so, hier, Laserdrucker, wie sieht's aus? Und die Frau holt so einen dicken Katalog und fängt an, irgendwie zu blättern. Und ich dachte nur so, bah, Berlin. Schlimm. Holgi, das war doch eine super Show. Ja, es war wunderbar. Wie sind wir? Was wollen wir? Das war's, die Überraschungssendung. Das nächste Mal trinken wir auch vielleicht nix. Ja, genau. Und du schläfst was? Ja, morgen. Kann ich die Schokolade nochmal haben? Ja, ja. Danke. Tschüss. Tschüss.